im echten Leben, aber das Musik hören ist Lebensnotwendigkeit, aber halt eben auch Droge, ja. Es ist, die Musik ist was Eigenständiges. Was ich verstehen, aber nicht nachempfinden kann, sind Menschen, die sich mit Musik gar nicht beschäftigen. Die gibt es natürlich, ja. Menschen, die rein für die anderen Dinge wichtig sind, ja. Aber das, was die Musik oder der Black Metal oder der Metal transportiert, das können nur die Menschen verstehen, die wirklich Musik spüren, fühlen und sich damit auseinandersetzen. Liebe Freunde und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den Isegrim, seines Zeichens Sänger der Band Irrlicht und Veranstalter von den Drohenden Schatten oder vom Sinister Howling. Jeder von euch wird davon was gehört haben. Grüß dich, Isegrim. Grüß dich, Servus Manuel. Danke für die Möglichkeit. Ja, ich habe zu danken, dass du dir die Zeit nimmst, hier Gast zu sein. Zu dir kommen wir gleich. Ich möchte gerne ein bisschen zurückblicken auf die letzte Folge. Das war ja die erste Folge, die Gerald an einen Sonntag geführt hat. Die Abrufzahlen sind überschaubar. Das mag vielleicht am Thema liegen. Horrorfilme, Amateur-Horrorfilme. Allerdings diejenigen, die sich das angehört haben, fanden diese Sendung richtig gut. Und das freut uns sehr. Das freut Gerald sehr. Der liest auch alles mit. Und ja, wir haben dann beschlossen, dass hier und da Gerald jetzt auch mal eine Hauptsendung macht. Also nicht nur so eine Zwischensendung, wenn das irgendwann mal startet, sondern auch tatsächlich auch mal sonntags Hauptsendungen. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Und ansonsten stelle ich fest, das große C wird langsam kleiner. Ich war letztes Wochenende auf einem kleinen Underground-Konzert, ausgerichtet vom Candy von Blackland, mit unter anderem Frantic Aggressor, Adalwolf und so. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, wenn wir über Isegrims Rolle als Veranstalter sprechen, kann ich ja dann mal kurz erzählen, wie das da so gewesen ist. Aber dann will ich mich jetzt dem Gast zu widmen. Du kommst ja schon von einer richtigen Party heute, habe ich gehört. Ich hoffe, du bist gut gelaunt, die ist gut verlaufen, die Party. Und ja, du sitzt da bei einem kalten Bier. Ja, ich sitze hier beim kalten Bier, mein Lieber. Ja, eine Party ist es nicht wirklich. Ich habe heute früh meinen alten Herrn besucht, der heute 74 wird. Und der hat von mir eine Flasche französischen Rotwein bekommen. Ja. Alles Gute an dieser Stelle. Ja, danke schön. Ja. Das ist aufgrund der Frankophilität in unserer Familie ist das eine lange Tradition. Und da habe ich den heute Morgen noch kurz beehrt. Jetzt sitze ich bei einem Flensburger hier bei dir. Ja. Kennt ihr eher bei euch da oben? Prost! Ja. Zum Wohl, lass dir schmecken. Danke. Gut, dann beginnen wir natürlich mit dem obligatorischen Punkt, den wir mit jedem Gast besprechen. Und zwar, mein Lieber, wie bist du eigentlich zum Metal und im Speziellen zum Black Metal gekommen? Was waren so deine ersten Live-Erfahrungen? Was waren deine ersten Platten? Und wie hast du deine frühe Jugendzeit, und bei dir wird es auch spannend wegen der 90er-Zeit, bin ich fest von überzeugt. Wie hast du das alles so erlebt? Fang mal an. Wann waren so deine ersten Berührungspunkte mit dem Metal? Ja, also ich bin sehr international geprägt aufgewachsen und kam halt, ich denke, es geht auch sehr vielen Mettlern so, ja. Bin halt dann in der Pubertät wieder nach Deutschland gekommen und bin sehr, sehr früh dann halt eben Anfang der 90er mit dem Metal in Berührung gekommen. Was ich meine ist, sehr viele von uns sind halt, unabhängig der Klischees der 80er, ja doch mit einer gewissen Intelligenz gesegnet und landen halt in dieser Zeit in den 90ern. Ja, bei Metal aufgrund der Faszination fürs Fantastische, fürs Dunkle, ja. Und oft wird auch gemerkt, dass irgendwas an dieser Welt nicht stimmt oder so, ja, aus der Eigenperspektive. Und so stoßen natürlich viele, ja, auf, sagen wir mal, Manowar,
Blind Guardian oder solche Sachen, da stoßen dann viele drauf. Dann natürlich auch die Trash-Sachen, Creator, Sepultura und der Death Metal in der Zeit. So sind ja viele aus unserer Generation, wir sind ja aus derselben, wir sind ja dasselbe Baujahr, Manuel, auf den Metal und somit auch auf den Black Metal, der natürlich dann in seinen Kinderschuhen steckte, den viele Leute heute noch nicht erlebt haben, wie es damals war. Ja? So fing das an bei mir. Ja, und wer hat dir dann die ersten Metal-Bands nahegebracht? Hattest du da Freunde? War das in der Verwandtschaft jemand? Oder bist du da von ganz alleine drauf gekommen? Und wenn ja, Das war halt kurz nach der Wiedervereinigung. Ich bin da relativ alleine drauf gekommen, aber ich habe natürlich überspielte Tapes bekommen, ja. Hab die auf dem alten Walkman gehört, habe mich dann so selber rein, immer weiter reingehört und bin dann halt eben auf die klassischen Trash- und Death-Metal-Bands und halt eben auch die allerersten Black-Metal-Bands getroffen, weil das ist eine ganz andere Zeit gewesen, wie viele Protagonisten und Künstler und Musiker, ist halt die 90er-Zeit noch vor dem Internet eine Sturm- und Drang-Zeit gewesen, ja, eine magische Zeit, ja, des Widerstands gegen etablierte Dinge aus europäischer Sicht, ja, und aus nordischer Sicht, und das ist einfach was ein komplett anders ist, als das heutzutage ist, natürlich, ja. Viele, viele Jahre später, bald 27 Jahre später. So bin ich drauf gekommen. Gut, du sagst ja, du bist da alleine drauf gekommen, aber es gab ja kein Internet, wie du das eben gesagt hast. Was war zuerst da das Bedürfnis, Mensch, ich muss mal raus aus dem Mainstream, ich brauche irgendwas ganz anderes, und oder hast du irgendwas entdeckt? Irgendeine Metalband zum ersten Mal entdeckt, wo du dachtest, Mensch, das könnte meine Musik sein. Weil ich frage mich gerade, heute ist es einfacher, auf Metal zu kommen als früher. Früher musste man ja Fachmagazine lesen und solche Dinge. Was war so dein Anstoß? Gab es da irgendein Magazin, was dir in der Hand gefallen ist, wo du gesagt hast, Mensch, das Cover sieht geil aus, das höre ich mir jetzt mal an, oder? Wie war das denn, dass man da drauf gekommen ist? Weil also, in der Radiosendung wurde man damit ja nicht belagert. Ja, also der Anstoß ist, ich wohne ja hier im Süden Deutschlands, ja, und gerade durch das Aufwachsen im Ausland, also aus meiner Perspektive, gerade Anfang der 90er, wieder anders als in den 80ern, war der Metal natürlich nur mit den ganz großen Bands Mainstream, ja. Das war dann eher subkulturell gesehen auch die Zeit dann des Raps, des Hip-Hops, Dinge, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe, und dann halt eben der Techno-Musik, und ich bin darauf gekommen, durchs Kassetten überspielen, auch schon als Elfjähriger und so im Ausland, und halt eben durch Guns N' Roses, die alten Manowar, die Metallica-Geschichten und halt eben dann auch sehr schnell Megadeth, was mir schon immer viel besser gefallen hat als Metallica beispielsweise. Ja, also ja, ich bin da, ich hatte meine erste Megadeth-CD war noch vor der ersten Metallica-CD, war damals die Euthanasia mit diesem Cover, mit diesen aufgehangenen Babys. Habe ich auch nur gekauft wegen dem Cover, und als 12-Jähriger, 13-Jähriger, wie alt war ich da, wird so die Zeit gewesen sein, fand ich sowas natürlich ultra provokant, und dann kam Metallica. Aber ich muss sagen, dass ich heute eher auf der Metallica-Seite bin, aber das ist ja auch eher so eine Glaubensfrage. Ja, aber wenn du die Euthanasia erwähnst, dann müssen wir gleich zu dem Song A Tout Le Monde kommen, ja, aus frankophiler Sicht, weil der natürlich unter die Haut ging, ja. Und ich finde halt sehr, sehr Metal, wie sich Mustaine verhält, ja, mit seinem Charakter und seiner auch zornigen, wilden und eigentlich antisystemischen Art, mit der Lebensmission irgendwie Metallica zu übertreffen. Das finde ich sehr spannend, ja. Und er wird auch viel kritisiert, aber ja, heutzutage eher Megadeth, ja. Ja gut, das ist eine Diskussion, da könnte man eigentlich eine eigene Sendung für machen. Ja, könnten wir, ja, aber... Ja, und was waren so deine ersten Berührungspunkte mit dem Black Metal? Jetzt weiß ich, du hast Manowar gehört, du kamst auf Metallica, du kamst auf Guns N' Roses, da muss ja irgendwann mal dieser Schritt zum Black Metal gekommen sein. Wie hat der bei dir ausgesehen? Was war so dein erster Moment, wo du sagtest, was ist das denn? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Anfang an da sitzt. So zumindest war es bei mir nicht, abgesehen von diesem mainstreamigen Black Metal. Wir haben schon das Ding Enthroned Darkness Triumph and Tod diskutiert. Wann war das bei dir so, dass dieser erste Black Metal Moment? Ja, also es war halt vor allem dann alte Sepultura, Creator, Sodom und halt wirklich auch noch der ganze Death Metal in den Kinderschuhen in dieser goldenen Zeit, ja. Da wirklich durch und durch, und da bin ich auch bis heute noch großer Anhänger und höre sehr viel von dem alten Death Metal. Aber zum Black Metal, die ersten Berührungen, ja, das waren die erste Samael, ja, die erste, die Worship Him,
Die erste in Bel Nazarene, ja, natürlich auch die Death Crush von Mayhem, die Mysteries Dom Satanas und halt eben vor allem dann auch die ersten Burzum-Noten, ja, und die ersten überspielenden Tapes der ersten Alben, ja. Und das waren dann wirklich diese magischen Momente. Das ist was ganz anderes. Das ist individuell, das ist auch misanthropisch, das ist, trifft irgendwie Dinge, die magisch sind, verborgen, auch individuell und halt eben mich dann halt mitgeprägt haben. Das waren so, mal jetzt mal grob umschnitten. Und sind dir die Alben einfach zugeflogen oder bist du durch so einen Plattenladen gegangen und hast da irgendwelche Bands entdeckt, die du noch nicht kanntest, wo du einfach mal reingehört hast? Wie bist du denn darauf gekommen, sich das mal anzuhören? Es gab hier einen Plattenladen, da habe ich dann halt immer geforscht und mit dem Taschengeld dann auch die ersten CDs und Platten gekauft. Aber es gab ja kein Internet und es gab halt ein paar Versende, ja. Und das war natürlich auch noch alles dann vor der großen Nuclear Blast-Welle mit Nemo Borgir, das war alles lang davor, ne? Und da wurde der Black Metal ja geächtet. Ja, und erstmal komplett boykottiert, weil noch kein kommerzielles Potenzial da gewesen ist durch die Ereignisse in Norwegen. Ne? Und das habe ich auch noch alles quasi so erlebt. Und das war dann mit das Prägendste. Nicht nur für mich, sondern halt eben dann auch für die ersten Mitstreiter und die ersten musikalischen Schritte. Die Ereignisse in Norwegen, haben die dich eher zum Black Metal hingezogen oder hast du da überdacht, ob das vielleicht doch nicht das Richtige sein könnte, aus eventuell moralischen Gründen? Die Ereignisse in Norwegen haben mich fasziniert und interessiert durch die Bildung, die ich mitbekommen habe und durch die Belesenheit und so weiter, wollte ich halt in der Tiefe wissen, was da eigentlich passiert. Und es hat mich fasziniert in Bezug auf die nordischen Kulturen und diesen Musikstil, der halt als Widerstand entstanden ist, ja, gegen etablierte Dinge. Ja. So hat der Black Metal wie viele Subkulturen begonnen. Ja. Das ist für mich nach wie vor auch der Kern des Metals, ein Widerstand gegen etablierte Dinge und auch ein Widerstand gegen den aktuellen Zeitgeist. Wann hast du denn angefangen, so das erste Mal über eine Band nachzudenken? 95 und 96 haben wir dann angefangen mit der ersten Band, Geweih. Geweih, okay. Geweih, genau. Und das war direkt die klare Ausrichtung Black Metal oder? Das war ganz klar die klare Ausrichtung Black Metal, Grim Pagan Metal, ja. Oder Grim Pagan Kult nennt sich das Ganze. So heißen auch die posthumen Veröffentlichungen, die es jetzt dazu gibt. Ja, also stilprägend auf jeden Fall oder beeinflussend dann halt wirklich auch die alten Behemoths, ja. Die haben mich sehr geprägt. Die alten Behemoths und der raue Geist, der da mitgeschwebt hat und halt auch der Geist natürlich von Mayhem und von dieser sogenannten zweiten Bewegung. Das ist ja damals alles in relativ kurzer Zeit passiert, in 2-3 Jahren. Und auch das Zeitempfinden ist ja ein ganz anderes als junger Mensch. Ja. Und da hat sich ja ganz viel getan. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mit meinen Mitstreitern die Band Geweih gegründet habe. Ich selbst bin Sänger und bin auch immer nur Sänger gewesen und spiele kein Instrument. Und so hat sich das dann halt Schritt für Schritt mit den ersten Proben entwickelt und dann halt eben mit den ersten Demo-Tapes von 96 bis halt eben dann so 2000. Okay. Dann der 2005 schlussendlich war dann das Abschiedskonzert von Geweih. Du hast eben gesagt, die frühen Behemoths waren war euer Vorbild. Dann möchte ich gerne wissen, weil das ja auch so ein heißes Eisen ist und gern diskutiert wird. Was ist denn deine heutige Meinung zu Behemoth? Ja, also nicht Vorbild, das stimmt nicht. Ich meine halt eher, das betrifft eher den Begriff Grim Pagan Cult. Ja? Das halt, also damals gab es noch keine Unterscheidung zwischen Black Metal und Pagan Metal in den Anfangstagen, ja. Die gab es eigentlich so noch nicht, ja. Und ich mag auch die neuen Behemoths, ja. Ich finde, ich habe große Achtung vor der Band, was sie erreicht hat, auch im Death Metal-Kontext oder grundsätzlich als schwarze Metal-Band. Das schon. Aber natürlich kriege ich Gänsehaut bei den alten, ja. Und höre auch lieber die alten Alben. Ja, ja, das ist aber. Ist auch grundsätzlich Usus.
Was waren denn so besondere Ereignisse, die du mit deiner ersten Band so erlebt hast? Hast du da so zwei, drei Dinge, die du uns mal erzählen möchtest, was dir so in Erinnerung geblieben ist? Es ist unheimlich viel passiert, weil wir waren unheimlich wild, ja, und viel unterwegs. Und da kann man sich vorstellen, dass auch sehr, sehr viel passiert ist. Viel schöne Dinge, viel schwierige Dinge. Es ist eine ganz, ganz wilde Sturm- und Drangzeit gewesen, ja, diese End-90er vor allem, ja. Mit dem Älterwerden dann auch in die 20er, in die Anfangs 20er Reihen, ja, von uns allen. Da ist sehr, sehr viel passiert. Erzählen kann ich, jetzt muss ich mal überlegen, es gibt so viele Geschichten, ja, aber Anekdoten, ja, also wir waren halt immer im Wald unterwegs, ja. Man muss sich vorstellen, es gab kein Internet, wie in der Pandemie jetzt, wo jeder halt, auch jede Band, was gut ist, ja, entdecken kann für sich im stillen Kämmerlein, sondern wir waren draußen, wir waren im Wald, ja, mit Nieten, mit Patronengurt und so weiter und mit unseren Freundinnen, mit Bier und so weiter und haben diese Musik gehört und aufgesogen, ja, und schlussendlich trotzdem gehuldigt und gelebt, also wirklich halt gelebt, ist in jede Pore, ja. Und da wusste kein Mensch, was Black Metal ist, ja. Die Menschen wussten nicht, was das ist, wenn du mit Patronengurt und so rumgelaufen bist, ja, mit Haaren im bleichen Gesicht, ja, im Winter oder im Sommer. Das wussten die wenigsten Menschen, wussten, was das wirklich ist, ja. Es war ja auch geächtet. Die Leute hatten noch die Klischees der 80er im Kopf und so weiter, ja. Mettler waren in der Minderzahl. Es kam auch des Öfteren zu Auseinandersetzungen mit Anhängern des Hip-Hops oder so, ja, weil schlussendlich wir natürlich auch wild waren und ehrlich, aber halt immer darauf bedacht, keins auf die Schnauze zu kriegen, ne? Oder halt eben lieber eins auf die Schnauze zu geben. Also da gab es wirklich viele Geschichten. Der Proberaum war dann halt in einem alten Keller, den wir irgendwie so aménagiert haben und irgendwo zwischen Nichtjugendfrauen, Zeitschriften und Bierflaschen haben wir dann halt eben uns das alles so eingerichtet mit Reliquien und haben dann da angefangen, die Musik zu machen und uns halt dann jeder an seinem Instrument so entwickelt, dass wir das einigermaßen hörbar mit den Demos machen konnten. Ja. Wir sind ins Studio, haben den Burzum-Album hingelegt, den Mayhem-Album und haben gesagt, wir wollen keinen guten Sound, wir wollen unsere eigene Note und wir wollen einen richtigen, schmutzigen, dreckigen, aber auch atmosphärischen Sound durch die Keyboards, die halt auch bei Geweih eine große Rolle gespielt haben. Mit dem Sargas, dem Gründer, mit dem ich diese Band halt auch gegründet habe in den 90ern. Gut. Also Stichwort 90er. Du hast ja gesagt, von so einem Lebensgefühl gesprochen, außerhalb der Gesellschaft, außerhalb der gesellschaftlichen Norm. Kannst du so ein bisschen das Lebensgefühl beschreiben, was das so beinhaltet? Gerade für die jüngeren Hörer, die die 90er nicht mitbekommen haben, wo es vielleicht ein Unterschied ist zu heute. Ja, das Lebensgefühl ist halt einfach, also von Aufbegehren, von Wildheit, von Zorn, von Kritik, ja, von irgendwas stimmt auch da schon nicht und wir sind halt erstmal wirklich dagegen und drücken uns halt musikalisch aus, ja, mit aller Freiheit, ja, und eben nicht mit Dogmen oder überholten Lebensansätzen und sowas, ja, und das ist was wo sich junge Hörer oder so einfach mit der Musik genauso reinfühlen können, glaube ich, individuell, ja. Aber erleben können sie es halt nicht, ja. Sie sind heutzutage halt fasziniert von der Musik, können die Musik viel schneller entdecken, ja, als wir damals, wo man sich Tapes überspielt hat, wo man getauscht hat, ja. Im Übrigen war das ja auch in der gesamten deutschen Szene so. Ich bin natürlich der französischen Szene auch sehr nahe, was ja kein Geheimnis ist. Aber auch in der deutschen Szene von vielen Protagonisten und Leuten, da sind ja auch wirklich nicht mehr so viele heutzutage tatsächlich aktiv als Künstler oder Veranstalter. Aber aus diesen Geburtsstunden des Black Metals der 90er, man ist in den Zug gestiegen, wusste, irgendwo ist ein Konzert, ja, hat Bier mitgenommen und man wusste nicht, was einen erwartet. Ja, was passiert denn? Spielen die Bands? Spielen sie überhaupt? Ja, wer ist denn da? Ja, wird das Ganze schön? Wie kommt man zurück? Ja. Ich erinnere mich da an das allererste Gorgoroth-Konzert in Annaberg, noch mit Hutt oder so, ja. Das sind einfach Sachen, diese Faszination, solche Gestalten dann halt eben zu sehen, wenn du als junger Mensch dorthin fährst und nicht weißt, was dich auch, war Abenteuer, ja, war Wildheit, aber war halt auch ganz viel Zusammenhalt, ja, und Austauschen von Musik
Und das betrifft halt eben auch ganz viele andere aus der Zeit, wo, glaube ich, auch einige schon bei dir im Podcast waren oder so, ja, die diese Zeit erlebt haben, ja. Das ist dann hier die Aachener, die wesentlich bekannte Richtung aus Aachen gewesen, ja, mit den alten Nagelfar und all den Stilblüten, die daraus entstanden sind. In Norddeutschland, bei euch oben, gab es ja dann auch schon ein paar Protagonisten. Viele wurden auch belächelt oder so. Das war dann diese ganze Zeit mit Last Epitaph, dem Label hier, oder Last Episode und Black Attack später. Aber für die Menschen oder für die Mettler, die das erlebt haben, war das halt eben diese magische Sturm- und Drangzeit. Ja. Und diese Ecken, hier unten hatten wir natürlich dann noch Mayhemic Truth oder Morrigan als ältere Band in Stuttgart. Und in Berlin war natürlich auch Jörg schon damals sehr aktiv und ist ja dann halt der Veranstalter mit dem Under the Black Sun, der auch bis heute hier die Fahne hochhält, so wie ich das hier im Süden mit drohende Schatten mache. Ja. Als kleiner Exkurs. Wo siehst du denn den Unterschied zu der heutigen Black Metal-Szene? Weil die Diskussion, dass Black Metal heute auch noch sehr emotional ist und du ja auch heute noch Black Metal machst, tatsächlich, kannst du es Ja. ja vielleicht sogar sehr gut beschreiben, Ja. wie sich die Szene verändert hat, emotional, aber auch inhaltlich. In den Grundprinzipien aus meiner eigenen Perspektive als Künstler und auch Veranstalter ist es einfach gleich, ja? Also für mich selbst. In der Außenwirkung ist es natürlich so, dass sehr viele auf eine ganz andere Art auf den Black Metal stoßen. Und ich denke, ja, es gibt ganz viele Unterschiede. Der Punkt ist, auf die Musik stoßen und sie spüren, ist in jeder Musik wichtig, aber ist im Black Metal halt auch ganz speziell. Der Black Metal unterscheidet sich ja besonders dadurch von anderen Spielarten, weil er halt eben diesen ganzen Raum bietet, ja, und die ganzen Geheimnisse halt auch bietet, ja. Und dementsprechend ist es ja ein fulminanter Unterschied zum Death Metal, zum Thrash Metal, zum Heavy Metal eigentlich im Prinzip, ja, in seiner reinen Form, dass da halt einfach auch Tore geöffnet werden, ja. Spirituell, musikalisch, in der Gedankenwelt, im Empfinden der Musik, ja. Und deswegen, das ist etwas Wertvolles, was keine andere Musikrichtung hat. Insbesondere auch, was die bösen, dunklen, finsteren Ecken der Seele, Ausdrucksweisen angeht, ja, ist das halt einfach einmalig. Das gibt es einmal und das wird es auch so nicht wieder geben. Ja. Und das können die jungen Hörer halt einfach nur spüren. Und das ist gut so. Aber empfinden, wenn sie dann halt rumlaufen, ja, und weiß ich nicht, vor ein paar Jahren mit der Rückkehr von Blasphemy war auf einmal Blasphemy wieder hin. Heutzutage siehst du Jungs rennen mit Cappy und Skater und Blasphemy und so weiter, ja, weil sie halt auf ihre Art rebellieren, auch mit Dingen, die in der pandemischen Zeit passieren oder so, ja. Aber es ist halt kein Posertum, ja. Es muss gespürt werden, gelebt und empfunden. Und da gibt es eben auch Werte und Regeln, ja, an die man sich halt auch hält, auf eine ganz andere Art, als es die Werte der Gesellschaft sind oder Konventionen oder auch Entwicklungen. Ja, das ist so meine Perspektive auf deine Frage. Ja. Ja, dann würde mich aber mal interessieren, gerade in Bezug auf die jungen Hörer, was so diese Ja. Werte sind. Kannst du da ein paar benennen, wo du sagst, damit identifizierst du dich und das ist eine Entwicklung in die eine oder andere Richtung, die ich heute nicht mehr so mittrage? Ehrlichkeit ist im Metal grundsätzlich ein großes Thema, ja. Ehrlichkeit, Würde, ja, Stolz, Zusammenhalt, ja, aufeinander aufpassen, ja, sich nicht verarschen lassen, ja, den Kopf oben tragen, ja, Leuten in die Augen schauen können, ja, sich nicht verstecken, ja. Entwickeln, wer man eigentlich wirklich ist, ja, mit all den Dingen, die wir als Mensch alle zu kämpfen haben in unserer Lebenszeit, ja. Das sind eigentlich Werte. Und das unterscheidet ihn meiner Meinung nach auch von vielen Subkulturen, in denen beispielsweise im realen Leben halt Dinge passieren, wie Frauenverachtung oder Diskriminierung oder solche Sachen, ja. Und das findet in allen Subkulturen statt und ist im Metal besonders ausgeprägt auf Covers, in Texten und so weiter, ja. Aber in der Lebensrealität und auf den Metal-Konzerten, das wissen wir alle, haben wir ganz selten damit zu tun, ja, dass es untereinander Dinge gibt, die nicht in irgendeiner Form dann auch zu klären sind. Wenn man uns in Ruhe lässt und wir unsere Musik haben und unser Bier, verläuft eigentlich immer alles friedlich. Diese Störungen des Black Metals,
Die kommen meistens von außen. Es gibt auch Querelen in der Szene und auch viel Kindergarten, aber diese Störungen, die kommen von außen. Ja. Meistens. Ja, das sehe ich ähnlich. Die Querelen innerhalb der Szene liegt auch einen großen Teil daran, dass sie dies so, dass sie so breit aufgestellt ist mittlerweile. Also es gab so einen Ursprungskorridor des Black Metal, daraus haben sich ja so viele, so unendlich viele Richtungen entwickelt, inhaltlich und musikalisch, dass ich glaube, dass da zwangsläufig auch Konflikte entstehen müssen. Genau, aber die Souveränität halt, ja, des Black Metals per se und auch das souveräne Verhalten dann halt eben, ja. Das ist was, was ich halt oft vermisse, ja. Also, aber nicht nur von Älteren oder Jüngeren, sondern das gibt's natürlich halt häufig. Aber das ist auch individuell, kann passieren, aber dann halt Bier und Schwamm drüber, ja. Oder ein Gespräch suchen, ja. Die jungen Menschen nicht nur fördern aus eigenen Interessen, sondern die Menschen dazu bewegen, sich mit der Kunstform auseinanderzusetzen und der Musik, ja. Das ist mir eigentlich ein Anliegen. Dann kommen wir mal wieder zurück zu deiner Person. Also, Geweih, die Band gibt es ja nicht mehr, seit 2005, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Aber du hast Irrlicht 2004 bereits gegründet. Was war eigentlich deine Motivation, wenn du doch schon in einer Black-Metal-Band bist, eine weitere zu gründen? Und war Irrlicht dann auch quasi der Todesstoß für die Band Geweih? Das ist ein fließender Übergang gewesen, weil im Prinzip ist es so, in der Zeit hat man natürlich lange überlegt, wo veröffentliche ich eigentlich das erste Album, ja? Und man musste sich sein Album für sich selbst erstmal erspielen oder im Prinzip dahin kommen, dass man ein wirkliches Album veröffentlicht, ja? Und wir haben zwei Demos gemacht mit Geweih und eine Split 10-Inch, die, glaube ich, auch relativ berüchtigt ist wegen der anderen Geschichte. Da kann ich aber später nochmal was zu sagen. Und wir waren mit Geweih dann eigentlich eher eine Liveband. Wir haben hier gespielt, es war immer voll ausverkauft. Und wir haben dann halt eben, als wir dann auch einen wirklichen Schlagzeuger hatten, viele Shows gespielt, ja. Eben halt in einem Umfeld, wo es sonst keine Black Metal Bands gab. Und ich habe die Geweih dann halt eher als Liveband begriffen, eben mit diesen realen Erlebnissen. Aus bandinternen Gründen war dann einfach irgendwann klar, dass das so nicht weiterging. Da gab es Zoff. Und ich habe mit dem Gitarristen dann halt eben beschlossen, dass ich natürlich auf jeden Fall weitermachen möchte. Und wir haben dann Irrlicht ins Leben gerufen. Das hat sich aber mit Geweih überschnitten, weil wir haben 2004 Irrlicht dann gegründet, auch mit anderen Musikern dann halt eben, der Nordger und ich. Wir sind auch heute die beiden von Irrlicht. Und schlussendlich hat sich dann 2005 habe ich dann wirklich darauf bestanden, dass wir mit Geweih nochmal ein wirkliches Abschiedskonzert machen. Zusammen mit Will Curtis, mit unseren langjährigen Freunden von Chant of Blasphemy und Nachtmar und Irmin Goth aus Hessen haben wir dann halt eben dieses Abschiedskonzert noch gespielt 2005. Ja. Irrlicht wurde vorher bereits gegründet und die ersten Songs für die Mini dann halt eben auch schon aufgenommen. Und so ist es halt ein fließender Übergang. Und da der meiner Meinung nach beste Song von Geweih, von dieser Split 10-Inch, die nur auf Vinyl erschienen ist, Irrlicht hieß und das Thema des Irrlichts behandelt, habe ich somit die kleine magische Anekdote, dass halt eben die neue Band halt eben auch Irrlicht heißt, aber dann halt eben mit Y. Ja, aufgrund der altgermanischen Schreibweise und so ein bisschen den Bezügen zu unserer Kultur und unserem Black Metal. Dann habt ihr bisher eine Platte raus, ihr habt hier einige EPs rausgehauen und solche Dinge, aber eine Voll-LP und jetzt habt ihr demnächst noch ein neues Album. Das heißt, ihr habt irgendwie 10 Jahre euch Zeit gelassen für das zweite volle Album. Ich durfte ja schon reinhören, aber erzähl doch mal ein bisschen was. Wie heißt es? Warum hast du das geschrieben? Was ist Thema des Albums und solche Dinge? Erzähl mal bitte, was da auf uns zukommt. Ja, also die erste Veröffentlichung ist die Irrlicht Mini-LP und CD. Das ist im Prinzip eine Mini, aber es ist im Prinzip wie ein erstes Album zu betrachten. Ja. Da haben wir ja dann übrigens auch From the Pagan Wastelands von Behemoth gecovert als Hidden Track. Ist mit drauf. Und wie findet man den?
Indem man die CD hört. Der ist drauf. Ach so, einfach so. Ja gut, ja, wenn wir so ja. Hidden-Tracks sind, ja, manchmal muss man das erste Lied und dann 30 Sekunden zurückspulen und solche Klamotten halt. Nee, es war vielleicht falsche Begrifflichkeit. Okay. Das Lied ist ganz normal auf der CD und auf der LP drauf. Okay. Ja. Okay. Und genau, und das einzige volle Album ist dann Schatten des Gewitters gewesen. Dazwischen gab es noch die Split 7-Inch mit dem Song Der Letzte seiner Art. Der liegt mir sehr am Herzen, weil er das Schicksal des letzten Wolfes im Odenwald hier bei uns in Heidelberg dran ist, der Odenwald, also logischerweise Odinwald, ja, Odenwald. Das ist im Prinzip das sogenannte Badisch-Sibirien, was sich quasi zwischen hier, Heidelberg-Mannheimer Raum und dann dem Raum bis hoch dann nach Würzburg oder Franken oder halt eben auch zur Grenze zu den neuen Bundesländern erstreckt. Und das Schicksal dieses letzten Wolfs, der auch hier in Eberbach im Museum steht, habe ich dann halt wirklich mit dem Letzten seiner Art halt individuell vertont auf dieser Split-Single. Dann kam dieses Album Schatten des Gewitters 2011 über Undercover. Ein absolut rabiates, schnelles, energisches Black-Metal-Album. Und vor allem aufgrund meiner ganzen Arbeit für andere Musiker und Künstler mit Drohende Schatten ist es halt hier auch in unseren Wäldern oder auch für mich persönlich so, dass wir lieber Gut Ding will Weile haben, ja, und so ein Album muss halt reifen, ja, und jetzt war das wirklich auch ein Prozess von 3-4 Jahren halt mit den Musikern, die jetzt bei Ehrlich noch involviert sind, um halt den Schaffensprozess des Albums so zu gestalten, dass es jetzt wirklich auch bis ins jedes Detail dann halt eben seit Anfang des Jahres fertig ist und wir das halt eben jetzt in einigen Monaten veröffentlichen über den Jörg und Folter Records und dann des Black Sun, weil es einfach ein alter Freund und Kollege ist und wir halt da auch der Meinung sind, dass dieses Album gebührend veröffentlicht wird und halt eben auch etwas in den internationalen Vertrieb kommt, ja. Ohne besondere Ansprüche, sondern einfach, dass die Musik gehört wird, ja. Und den Menschen und den Mettlern das gibt, was sie in der Musik entdecken können. Deswegen haben wir uns für Folter entschieden und da wird Wolfisch Grandeur. Man hört schon auch wieder die frankophile Anspielung im Titel, ja, dann halt eben jetzt sehr bald erscheinen. Als erstes erscheint übrigens die Kassette Anfang August über Darkness Shall Rise. Das dürfte einigen ein Begriff sein, weil er exzellente Arbeit mit Wiederveröffentlichungen macht für viele, viele Black Metal Alben und Boxen, Dissection, Burzum etc. Da wird jetzt als erstes die Kassette erscheinen mit einem anderen Cover und auch mit einem anderen Mix, ja, nur auf Tape, mit einem mystischeren Mix als halt eben die LP- und CD-Version. Dann gehen wir doch mal auf den Inhalt des Albums. Also ich habe mir das Album schon anhören dürfen und ich muss sagen, mir gefällt dieses Perlmutt, der Lohn des Sisyphus am besten. Also von einmal durchhören. Ich habe es halt erst einmal durchgehört. Ja. Und erzähl mal ein bisschen was zu der Thematik des Albums. Also wenn ich beim ersten Durchhören versteht man nicht immer alles. Also ich finde, dein Gesang ist sehr orchestral. Es wirkt sehr okkult und passt auch, zumindest die Bruchstücke, die ich mitbekommen habe, auch gut zu dieser Thematik. Also der Gesang ist nicht verwechselbar. Also der ist relativ einzigartig, das möchte ich mal vorausschicken, wie ich finde. Passt aber gut dazu. Erzähl mal ein bisschen was von deinem Inhalt, von den Alben. Ist das ein Konzept oder ist jedes Lied unterschiedlich? Ja, also im Prinzip, in Bezug aufs neue Album ist es so, dass es ja 7 Lieder sind. 7 ist eine magische Zahl und dass wirklich jeder Song für sich selbst steht mit seiner Thematik. Ja. Schatten des Gewitters war einfach ein brachiales Album, was einfach wirklich sehr schnell und hart ist. Ja. Und natürlich ist Wolfisch Grandeur auch eine gewisse Reife anzumerken, stilistisch, in den Arrangements, dass wir jetzt auch wirklich Keyboards benutzt haben, was mir sehr wichtig war bei einigen Songs. Und wir werden auch nur einen Song zusammen mit dem Label online stellen, jetzt vorab und nicht irgendwie das ganze Album. Und das ist dann wirklich der Titelsong, Wolfisch Grandeur. Ja? Der wird jetzt dann bald online gehen. Du hattest auch schon erwähnt, dass der Perlmutt, der Lohn des Sisyphus, so gefällt. Da habe ich einfach die bekannte Sisyphus-Sage blasphemisch vertont. Im Prinzip, Sisyphus bricht mit seinem Schicksal, ja? Rächt sich an der Götterwelt, rächt sich an der Menschenwelt,
und durchbricht halt eigentlich den gordischen Knoten. Ja. Das ist auch im Refrain zu hören. Und das ist dieser Song Perlmutter, Lohn des Sisyphus. Ja. Es sind auch viel abstrakte Dinge drin in den Texten, die halt wirklich sehr persönlich sind als Sänger und Künstler, die halt da so eingebaut sind und auch nicht für jedermann zu verstehen. Und das ist auch gut so. Darf ich mal kurz einhaken? Ich habe da gleich eine Frage zu den Texten. Der geneigte Hörer wird schon wissen, worauf ich hinaus will, weil wir das öfter diskutieren, gerade für mit Leuten, die sich sehr viel, die sehr viel Energie in ihre Texte stecken. Aber da kommen wir gleich zu. Ich finde, dieser Perlmutt-Song ist, das soll nicht despektierlich sein, ist der flacheste von allen, der wenig, wie soll ich sagen, der wenig ausgereifteste, möchte ich fast behaupten, dieser ursprünglichste. Du hast, ich habe die ganze Zeit das Album gehört und habe gesagt, weil es mir unheimlich wichtig ist, den Leuten so Referenzen zu nennen, woran erinnert mich das? Habe ich bei jedem Lied unterschiedlichste Ursprünge erkannt. Also wer auf Schrat steht, kann sich das anhören. Wer auf so dieses kalte 90er klirrende Keyboard bei Emperor steht und so, kann sich das anhören. Ja. Und solche Dinge. Das ist ganz schwer zu fassen, das Album. Und dieses Perlmutt-Ding wirkt halt am Rosten. Es klingt jetzt despektierlicher, als es sein soll, aber es klingt so dieses, als wenn es so das unfertige, typische Garagending ist. Ja, also die Songs sollen ja auch nicht perfekt sein. Ja, sie sollen ja immer wieder, sie sollen auch nicht perfekt sein. Sie sind ja archaisch zu spüren. Und ich wollte halt noch sagen, wegen deiner vorangegangenen Frage, Okkult. Also mit Okkultismus habe ich relativ wenig am Hut. Das ist interessant. Ich beschäftige mich damit im Rahmen von anderen Bands. Ich begreife, was ich mache, wirklich als naturromantischen und wilden Black Metal, ja, ohne okkulte Komponente, ja, als germanischen Black Metal, als nordisch geprägten Black Metal mit der frankophilen Stilistik natürlich auch mit drin. Ich habe auch schon Songs auf Französisch gemacht, da ich natürlich in beiden Sprachen Muttersprachler bin. Aber ich begreife das wirklich als 90er Jahre Black Metal Band eben mit dem Sound und sowas. Und ich finde, auch mit der langen Pause, dass da halt einfach wirklich aus der Zeit wirklich wenige Kumpels, Freunde oder Bands auch noch aktiv sind. Ja, das muss man jetzt mal wirklich, weil wir jetzt 2021 sind, auch so sagen. Da gibt's ganz viel. Aber es sind nicht mehr so viele halt wirklich auch aktiv, ja, und prägen diesen Geist. Und da sehe ich halt auch das ehrliche Potenzial dieser Lieder, ja, in der individuellen Stilistik. Mich freut es natürlich, dass der Gesang dir gefällt. In jetzt bald 25 Jahren als Sänger kann ich natürlich auch, habe ich viele Varianten, den Gesang so zu gestalten, wie ich das möchte. Und das hat dem Album dann halt eben die entsprechende Kraft halt auch gibt, ja. Und also diese 7 Lieder ist ein ganz langer Reifeprozess gewesen und die geben mir natürlich jetzt halt die Möglichkeit, tatsächlich diese Musik jetzt an die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich freue mich halt auch sehr, wenn das passiert, ja. Und wenn Menschen diesen Geist spüren können dabei. Dann komme ich mal zu dieser Frage, die ich eben angedeutet habe. Und zwar habe ich schon des Öfteren mit unterschiedlichen Künstlern diskutiert. Ja. Sind dir Texte im Black Metal wichtig? Die Frage ist, stelle ich da aus dem Grund, weil ich als geneigter Hörer die Stimme eher als zusätzliches Instrument empfinde und mich wirklich selten mit den Texten befasse und sage, okay, im Black Metal kommt es nicht wirklich auf die Texte an. Andersrum sagen, gibt es die andere Sicht, die sagen, Black Metal ist sehr emotional. Und wenn sich Leute in der Emotionalität berührt fühlen, beschäftigen sich mehr mit der Musik und dann kommen auch Texte mehr in den Vordergrund. Wie siehst du das? Ja, also ich meine, genrefremde Personen haben ja Schwierigkeiten oder auch viele andere, diese Texte zu verstehen. Aber die Texte sind elementar wichtig, sind absolut persönlich. Ich muss sie deswegen nicht alle veröffentlichen. Ja? Aber die Texte sind, wie du es gesagt hast, die Stimme, der Gesang ist ein zusätzliches Instrument, ja. Und die Texte per se sind kraftvoll, sind so zu hören halt in der Intonation mit klassischem Black Metal Schreigesang mit tiefen Gesängen und so weiter ist so zu spüren und zu verstehen. Aber die Texte
da kann sich jemand mit beschäftigen, wenn sie abgedruckt sind oder kann sie finden. Ja? Aber sie strahlen halt diese Kraft aus und sind halt aus meiner Perspektive auch erstmal was Persönliches. Ja? Und ich finde, der Hörer, der halt wirklich sich mit einem Album dann beschäftigt, was sich gefällt, der kann diese Sachen entdecken. Wer das natürlich nur im Schnelldurchlauf laufen lässt, der muss das nicht machen. Aber es gibt halt in Alben ja auch immer wieder vieles, vieles, vieles Neue zu entdecken. Das ist ja das, was uns an vielen Alben dann halt fasziniert, ja. Wenn sie uns ans Herz wachsen, wenn sie unter die Haut gehen, das ist halt auch bei jedem Hören auf verschiedenen Anlagen, in verschiedenen Stimmungen, mit verschiedenen Menschen zusammen, dann halt ihre Magie entfalten, ja. Und das ist halt was ganz anderes als, ich höre immer Musik, ja. Ich präferiere die Musik halt auch vor Filmen und Fernsehen oder anderen Dingen, die Aktivitäten draußen im echten Leben, aber das Musik hören ist Lebensnotwendigkeit, aber halt eben auch Droge, ja. Es ist, die Musik ist was Eigenständiges. Was ich verstehen, aber nicht nachempfinden kann, sind Menschen, die sich mit Musik gar nicht beschäftigen. Die gibt es natürlich, ja. Menschen, die rein für die anderen Dinge wichtig sind, ja. Aber das, was die Musik oder der Black Metal oder der Metal transportiert, das können nur die Menschen verstehen, die wirklich Musik spüren, fühlen und sich damit auseinandersetzen, ja. Und was mir zuwider ist, ist der moderne, durchgetaktete Mensch mit der Smartwatch und mit dem iPhone, der sich nur den Regeln der Gesellschaft, in der er lebt, oder dem politischen System anpasst, ja, und bei aller Rationalität halt eben das Gespür zu seiner Seele und zu seiner Kraft und zur Musik halt verliert oder es halt auch gar nicht erst ausprägen will oder so, ja. Das ist was ich nicht mag. Da möchte ich gerne eine These in den Raum stellen, wo du sagst, diese Emotionalität im Metal und dass du nicht verstehst, dass Leute eher als Normalbürger Musik konsumieren. Ich glaube, das ist so ein Kreis. Ich verstehe. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es. Ja, gut. Aber ich habe Schwierigkeiten, es zu tolerieren im Black Metal-Kontext. Das ist ein erheblicher Unterschied, ja. Ja. Ja, gut. Das genau. Ist natürlich klar, ja. Was anderes. Aber diese Diskussion habe ich auch öfter gehabt. Ich glaube, du musst schon eine gewisse Affinität zur Musik haben, um überhaupt erst so tief einzutauchen, um erst zu spüren, ja, wie emotional Musik sein kann. Das kriegst du als Normalhörer, wenn du morgens um 19:30 ins Büro fährst und dein Lokalradio hörst, kriegst du das nicht vermittelt. Ja. Dann hast du höchstens mal auf so einer Wochenendschlagerparty die gute Laune Musik und dann sagst du, ja Mensch, das berührt mich ja auch, weil da bin ich gut drauf, habe ich gute Laune, alle lachen. Aber das ist ja nicht das, womit ich Black Metal vergleichen möchte und dass Black Metal eine viel tiefere Emotionalität hat. Ja. Diese Diskussion habe ich ganz oft schon geführt mit irgendwelchen Leuten, die natürlich die Musik nicht verstehen, weil es eine extreme Spielart der Musik ist und man da erstmal ein Gehör entwickeln muss. Genau, oder AC/DC oder so, ja, Sachen, also die großen Bands, die jetzt wieder populär sind, die halt auch jedermann natürlich hört und feiert, ja, zum Glück, ja, das sind halt eben die ganz großen Ikonen, ja, und da fällt mir nur jetzt direkt auch spontan dazu ein, dass man auch mal bedenken muss, dass diese Dinosaurier der Rock- und der Metal-Musik, ja, diese Generation endet jetzt in den nächsten paar Jahren. Ja? Also die Protagonisten und Künstler, die noch leben, leben halt höchstwahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Das heißt, wir haben vielleicht jetzt erst recht in der postpandemischen Zeit auch viele junge Menschen die letzten Male die Möglichkeit, diese großen Dinge zu erleben. Was ich oft sage und was ich eigentlich als 100% Metal durch und durch bezeichne, ist: Es ist eine Art Religion, es ist ein Lebensgefühl, ja, was eigentlich so vielen Religionen, Anschauungen, Weltanschauungen und so überlegen ist, weil es die ganze gottverdammte Welt verbindet. Ja, man kann in jedes Land gehen der Erde und wird an irgendeinem Schultisch, ja, von der Antarktis bis zum Nordpol, über Südamerika, Chile, kann man, wenn man will und reist, einen Tisch entdecken, in dem ein Slayer-Logo reingeritzt ist. Ja, in dem Slayer steht. Oder Maiden. Ja? Weil es halt aus dem Blut und dem echten Leben kommt, der Menschen. Ja? Und das ist international. Und das ist eine Kraft, ja, die meiner Auffassung nach in keiner anderen
Subkultur in der starken Form heutzutage auch gibt. Das ist ja auch das Phänomen Wacken und so weiter in seinen Ursprüngen oder mit Konzerten, da kommen wir ja dann auch noch zu. Ja. Das ist diese Kraft. Ja. Und das ist einfach Tritt in den Arsch, ja, und lebe das, spüre es und vermittle es auch weiter. Ja. Und das ist das Beste, was es gibt, ja. Ganz simpel formuliert. Ja. Und gute Live-Konzerte machen auch ähnlich gute Laune wie eine bestimmte Ballermann-Party, schätze ich. Absolut, ja. Das kennen wir ja auch. Also im Prinzip, es ist ganz unterschiedlich. Ein Black-Metal-Konzert in seinen verschiedenen Variationen individuell zu erleben, als halt eben ein Metal-Konzert, wo es natürlich auch um Spaß und Lebensfreude geht, ja. Und das zu der Zusammenkunft von Menschen, ja, in ihrer absolut verschiedensten Couleur. Und der Freude, dem Spaß an der Musik, die darf nicht genommen werden. Aber im Black Metal per se ist es natürlich ganz anders. Da gibt's Scheuklappen, da gibt's Regeln, da gibt's Kontroversen, ja. Der Black Metal bewegt sich immer schon zwischen tiefster Depression und absolutem Elitismus. Und das ist eine eigene Welt, ja. Eine eigene Welt, und die darf nicht angegriffen werden von außen. Ansonsten stehe auch ich als Wolf da und beschütze sie. Um noch mal kurz den Bogen zu deinem Album zu schlagen. Ja. Was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass diese Musik zumindest, so kam mir das vor, und ich besuche viele Live-Konzerte, gutes Live-Material bieten kann. Also ich glaube, da ist jedes Lied könnte wirklich live ein Brecher werden. Spielt sowas bei deinem Songwriting, spielt das eine Rolle, so, wo du das Gefühl hast, okay, das muss live aber auch gut spielbar sein, oder ist das Zufall? Nee, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, ne? Also klar, ich will auch wieder auf die Bühne, unbedingt und sehr gerne, auch wenn ich mir dafür Zeit lasse, aber das Songwriting per se macht natürlich der Nordger, der Gitarrist, ja. Also der schreibt die Songs, wir tüfteln das Ganze aus und ich mache meinen Gesang und die Texte dazu, und das ist ein eingespieltes Team, ja. Das Album haben wir jetzt mit einem guten Freund am Schlagzeug auskomponiert, aber es ist eine komplett andere Besetzung als halt eben bei Schatten des Gewitters, wo das zu der Zeit, als wir auch viel live gespielt haben, halt eine wirkliche, wirkliche Band war mit allem, was dazugehört. Freundschaft, der Liebe zu der Musik und so weiter, das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Ne? Das ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her. Und wir haben vor, mit Irrlicht auch wieder live zu spielen. Ja? Haben das sehr lange nicht getan. Und ich war jetzt seit der Sinister Holding 3, damals mit der Nagot Herbstlight Show, und Irrlicht auch wirklich nicht mehr als Sänger auf der Bühne. Ja? Und habe unglaublich große Freude daran, dass wir das dann halt eben dieses oder sehr wahrscheinlich halt eben nächstes Jahr auch wieder tun werden. Dann hoffe ich, dass ich euch irgendwo mal begegnen kann, auf irgendeiner Bühne in der Republik. Ja, das wird passieren, Manuel, also weil du auch einfach herzlich eingeladen bist, wenn das Ganze dann stattfindet. Ja, da freue ich mich. Ja. So, dann lass uns mal den Bogen schlagen. Ich wollte das mit einer spitzfindigen Frage beginnen, und zwar, du als Veranstalter, würdest du Irrlicht buchen, und warum nicht? Also wenn ich mich mit mir selbst als Künstler auseinandersetzen müsste und als Sänger, dann wüsste ich, dass auf mich vielleicht sehr kraftvolle, starke Momente, aber auch schwierige Momente zukommen. Ja? Insofern würde ich da in die Tiefe gehen, aber ich würde es natürlich machen. Ja. Natürlich. Wie kamst du denn zu der Idee? Irgendwann, ich glaube, Anfang der Nullerjahre müsste es was ja irgendwann gereift sein, zu sagen, okay, ich möchte auch Konzerte veranstalten. Wie kam es dazu? Ja, halt eben durch die Zeit mit Geweih, ja, und halt dann die Möglichkeit, also auch mit befreundeten Bands und halt eben mit Nachtmahl in dieser Zeit Konzerte zu veranstalten, habe ich halt eben das erste Nacht der drohenden Schatten, das hieß damals noch der Nacht drohende Schatten, ja, veranstaltet, und das war halt auch das erste Konzert dieser Reihe, ja, und da stand natürlich dann halt eben Geweih im Mittelpunkt, und war nicht das erste Konzert generell von Geweih, aber halt dann das erste, was ich selbst veranstaltet habe.
Ja, also hier am Neckar in der Nähe von Heidelberg. Und das ist quasi die Ursprungs. Da gibt es auch natürlich noch den Flyer von damals und die ganzen Erinnerungen. Und das war 2001. Ja. Und hat dann so gut funktioniert, dass du gesagt hast: Mensch, da möchte ich jetzt auch eine Reihe von machen. Es war halt einfach, da ging es halt auch in keinster Weise um Geld oder sonst was, ne? Sondern es waren halt einfach diese ersten Konzerte und durch meine Leidenschaft zum Black Metal und diese ganzen Verbindungen eben zu vielen anderen Bands und Künstlern habe ich dann halt eben ein zweites Konzert gemacht und ein drittes und so fing das dann an zu wachsen. Ja. Und da hatte ich dann damals auch Dark Fortress da bei der zweiten Nacht der Drohnenschatten. Auch noch relativ klein in Weinheim. Und Bael aus Frankreich, also die so aus der Mutilation-Ecke, also wirklich hasserfülltestes wilder Black Metal aus Frankreich, die haben dann damals auch gespielt. Das sind alles Bands, die es halt so gar nicht mehr gibt, ja, heutzutage. Und so ist daraus dann halt eben die Reihe entstanden, die man halt auch heute noch unter Nacht der drohenden Schatten findet. Allerdings kam ich dann halt eben einige Jahre später, auch durch das Reisen und das viel Konzerte besuchen selbst halt eben, dann halt eben zur Lokalität in Speyer und hatte dann dort die fünfte Nacht der Drohnenschatten unter dem griechischen Banner mit Semial, Nermateron und Ravencult. Allerdings glaube ich, ist eine wichtige Geschichte, die da noch vorangeht, die vierte Nacht der Drohnenschatten mit Luna Aurora, Askaraya, Kaedes, bei der Band habe ich damals gesungen, aus Ostdeutschland, und Old und Mega Era von der Split-EP mit ihr Licht. Das waren sehr abenteuerliche Umstände, weil wir auch aus den bekannten Problemen der Antifa dieses Konzert auch zweimal verlegen mussten und es schlussendlich dann halt eben unter den nicht optimalen Soundverhältnissen stattfand, ja. Und glaube ich, ganz, ganz viele Leute hier in der Region geprägt hat, die bis heute wissen, wofür drohende Schatten steht und was sie da erleben können. Ja. Und das war 2005. Und dann hast du ja irgendwann Sinister Howling gegründet. Wie kam es dazu? Ja, so nach der drohenden Schatten war halt eine eigene Reihe, die dann halt eben irgendwann in Speyer gelandet ist. Ja, und in Speyer hatte ich dann halt auch die Möglichkeit, das halt quasi langsam aufzubauen im Rahmen des Black Metals. Und da haben dann sehr, sehr viele Gruppen, die heute sehr bekannt sind im Black Metal, sehr bekannt sind aus Finnland und Frankreich, auch teils dann ihre allerersten Konzerte in Deutschland gegeben, ja. Und mit vielen von den Personen bin ich natürlich auch heute im Kontakt noch. Und die haben dann damals ihre ersten Auftritte hier absolviert. 2010 war dann halt auch so ein Bruch mit dieser alten Reihe und halt auch den involvierten Freunden und Bands, sodass ich halt eben dann das Sinister Howling als zweite Reihe für den Herbst, also auch wieder überlappend, ja, angefangen habe. Und das erste Sinister Howling stand dann ganz im Zeichen der Gruppe Urfaust und die dann damals ihr erstes Konzert auf dem ersten Sinister Howling gegeben haben, zusammen mit Lugubrum aus Belgien. Die kennen wir noch aus den Jugendjahren, da Valraven, der Bassist von Geweih, Heidelberger, aber auch Belgier ist, waren wir auch sehr häufig in Belgien und das waren die Anfangszeiten von Lugubrum, auch einer sehr obskuren Band. Die haben da auch mitgespielt. Und halt auch die italienischen Gruppen, die heute sehr aktiv sind, mit Frostmoon Eclipse, die heute sehr aktiv sind mit vielen, vielen Gruppen im Nidrosian Black Metal, die waren auch damals dann schon zu Gast. Ja. Und dann, die sind jetzt, ja. Nö, dann jetzt ja. hier weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nö, kein Problem. Also das Sinister Howling ist halt dann eben. Also mir ist halt immer ganz wichtig, besondere Bands zu buchen und da bin ich auch sehr hartnäckig, halt eben diese Bands dann halt eben teils auch mit ihren persönlichen Konstellationen dann dazu bewegen zu spielen. Also ich mache kein Konzert, um jetzt halt einfach Gruppen zu präsentieren, die an
an jeder Steckdose spielen, ja, sondern halt wirklich Künstler in der jeweiligen Zeit und Epoche zu präsentieren, die was Besonderes sind. Ja. Ich sehe halt meine Konzerte halt auch als Kunstwerk, so wie jeder Flyer, wo viele Dinge einfach zusammenpassen, in Freiheit, aber halt eben auch im Kontext des Black Metals. Ja. Und da ist wirklich, da sind die monetären Beweggründe oder absolut sekundär bei mir. Ja. Sondern ich möchte das Sinister Holding auch heute verstanden wissen als Kunstwerk, als echtes Tribut an die 90er und als eine Zusammenstellung von besonderen Bands, die man vielleicht auch nur ganz selten zu spielen live sieht. Ja, das ist mein Anspruch und den Anspruch möchte ich wahren und den gegen jede Widerstände. Dann kommen wir mal zu den spannenden Details. Erzähl doch mal ein paar interne Geschichten, was lustig, was so in der Reihe als Veranstalter so passiert ist. Gibt's jemanden, der die Bühne abgefackelt hat oder gab's eine Gruppensexorgie? Jetzt hau mal raus. Mal ein paar interne Geschichten. Ja, also ich meine, da ist sehr, sehr viel passiert. Bühne abfackeln, da wäre ich ja meistens der erste Kandidat als Feuerspucker. Das ist mir zum Glück nicht passiert, aber ich arbeite ja auch als Feuerspucker für sehr, sehr viele Gruppen. Das habe ich ja auch in den letzten 10 Jahren gemacht, aber halt auch nur für besondere Gruppen und habe das natürlich auch in Speyer dann immer selbst getan im Rahmen eines Edichtauftritts oder für die entsprechende Band. Ja. Geschichten gibt's so viele. Was mir zum Beispiel einfällt, ist halt, Nehema ist ja wahrscheinlich vielen Begriff, ja. Nehema ist eine ganz, ganz besondere französische Band. Die ist auch schon aus französischer Perspektive als so eine Art Phantom der französischen Szene zu sehen, ja. Ist ganz anders als Mutilation in den Anfangstagen, Osculum in Fame, die mir sehr nahe stehen, oder halt eben auch der Spell Omega und solche brillanten Bands aus der alten und neuen Zeit. Aber Nehema ist wie eine Art Phantom und ich habe sehr lange daran gearbeitet, in der damaligen Zeit dann halt Nehema auf die Bühne zu bekommen und das ist mir dann halt zum Glück nach mit meinen Kollegen auch nach 3 Jahren gelungen, dass wir Nehema halt fürs erste Deutschlandkonzert in Speyer auf der Bühne hatten. Ja, und bei besagten Konzerten hatten auch Onskapt ihren ersten Auftritt. Graupel waren dabei. Ich glaube, Zingultus, ein alter Freund von mir, war auch bei dir mal in der Sendung. Genau. Da hatten wir dann halt zum Glück mit wenig technischen Problemen zu kämpfen. Und bei 1000 Menschen, die da anwesend waren, war diese Energie von Nehema so unglaublich stark zu spüren. Ja, neben allem, was los war, ne? Die Bar, der Parkplatz, der Backstage und so weiter oder die Menschen, die in unsere Musik versinken, ist das ganz gut geglückt. Allerdings die lustige Geschichte betrifft dann eher den zweiten Nehema-Auftritt ein paar Jahre später, weil da hat die Technik abgekackt und plötzlich während des Auftritts des Headliners hat nichts mehr funktioniert. Ja, so dass ich halt auch in meiner Rolle als Veranstalter und derjenige, der dann da auch alles dann zusammenhält und guckt, dass es allen gut geht und alles regelt. Und da kann ich auch durchaus mal laut werden oder ruppig in der Situation, aber hab das dann auch im Griff. Lass da auch den Dingen den freien Lauf in aller Freiheit, ja. Auch mit allen Schäden, die da entstehen können und die man bezahlen muss als Veranstalter. Die Männer- und Frauentoiletten sahen jedes Mal aus, das willst du dir gar nicht vorstellen, ja. Aber es gab einen Rohrbruch und das um Mitternacht, ja, plus der technische Ausfall, ja, so dass ich wirklich auf die Bühne musste und rufen, ist hier irgendjemand, der jetzt etwas tun kann, ja. Und natürlich waren ruckzuck 2, 3 Mettler da, die dann halt eben geholfen haben, diesen Schaden soweit zu beheben. Wer das verursacht hat, wissen wir bis heute nicht. Und dann konnte das Nehema-Konzert dann auch weitergehen, ja. Aber das ist, glaube ich, eine relativ lustige Anekdote, ja. Also da gibt es Leute, die in Stress dann auch wirklich ja völlig rotieren. Also das hast du aber gut bewältigt bekommen. Ja, also ich meine, es ist ja auch live unglaublich wichtig, wie klingt da die Band? Aber es ist halt auch vor allem wichtig, was spüre ich, wenn die Band spielt, ja? Und da ist halt irgendwie der astreine Sound und die astreine Produktion aus meiner Sicht halt im Hintergrund. Wichtig ist, dass die Band spielt und dass die Menschen diese Musik halt spüren, ja? Und wie wir wissen, ist es ja auch so, dass sehr viele Black Metaler in ihrer eigenen Welt
ein Stück weit auch leben, ja, und bei der Musik ja jetzt nicht zwingend, wie ich oder wie wir das vielleicht tun, wild bangend einen Pogo starten, sondern sie versinken in dieser Musik, ja, sie kontemplieren und bewundern diese Künstler und sind halt in ihrer eigenen Welt, und so habe ich diese Konzerte halt auch immer betrachtet, ja, aus der Perspektive, ja, neben allen anderen Realitäten. Und das ist, finde ich, halt wichtig. Und das ist halt sehr, sehr schade, dass es das halt in Speyer nicht mehr gibt und in Speyer nicht mehr möglich ist, ja. Weil das Sinister Howling natürlich auch dann durch die Kontroversen, durch die Bands, die da gespielt haben, internationalen Ruhm erlangt hat. Allerdings halt eben nicht mehr in Speyer stattfindet. Ja, seit dem Sinister Howling 5 aus dem Jahr 2016. Kannst du da genauer werden, was da passiert ist? Da ist sehr viel passiert. Das ist vielen bekannt und das Ganze ist ja auch bis heute sehr, sehr umstritten. Ja, es ging um die sehr beliebte französische Band Peste Noire, die bei mir dann halt eben auch ihren ähnlichen ersten Auftritt spielen sollten in Speyer. Und mit Widerständen war zu rechnen. Allerdings muss man von vornherein festhalten, dass zu dem damaligen Zeitpunkt die Band nach deutschem Recht in Speyer hätte spielen können. Ja. Allerdings ist die Gruppe natürlich auch durch seinen Protagonisten sehr speziell, sehr besonders und ist natürlich in all den Thematiken verhaftet in den alten Alben, die den Widerstand in der französischen Gesellschaft spiegeln, ja, und die Bohemen wirklich ganz konkret provokanten Kritik an der französischen Gesellschaft oder der Situation Europas und so weiter, sind halt Dinge, die Peste Noire sehr eigen sind, und unter diesem Kontext habe ich die Gruppe gebucht und wollte ihr natürlich die Möglichkeit geben, hier zu spielen, ja. Und im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen Gruppen, die im Black-Metal-Kontext auch kontrovers betrachtet wurden, wo es mir gelungen ist, gab es da dann eben sehr, sehr viel Widerstände. Natürlich aus der Ecke der Antifa, die schon immer berühmt ist dafür, vielen auf faschistische Weise den Spaß, die Freude und die Integrität am Black-Metal zu verderben, aber halt eben auch aus der anderen Ecke, die natürlich da auch sehr bedacht ist, aus eigenen Interessen Konzerte zu verhindern. Und weiter möchte ich mich dazu jetzt nicht mehr äußern, weil die ganze Sache der Vergangenheit angehört. Ja, und man sich vorstellen kann, dass das sehr mühsam ist, insbesondere in Bezug auf Integrität von Künstlern, nach dem, was da passiert ist, das Ganze halt eben moderat wieder aufzubauen und dieses Sinister Howling 6 dann jetzt schlussendlich nächstes Jahr auch wirklich so durchzuführen, nach den pandemischen Verlegungen und den ganzen Problemen, die jetzt unsere Kunst und Konzerte halt eben erfahren haben, ja, im aktuellen Zustand der Republik. Das ist durchaus dramatisch, weil es geht nicht mehr um die Lebensrealitäten, auch nicht um den schmalen Geldbeutel, den Künstler oder die Kunst, sondern da beobachte ich tatsächlich Züge in der Gesellschaft, die dann sehr ähnlich an die Geschichte erinnern, ja, ob jetzt aus Nazi- oder Stasi-Sicht beobachte ich da sehr, sehr viele Dinge, die mir ganz und gar nicht gefallen, ja, und die eben nichts mehr mit Kunst, Metal und Black Metal aus meiner Perspektive zu tun haben. Das ist ein Riesenfass, was du da aufmachst gerade. Ja. Ich versuche da tatsächlich rege Gäste zu finden aus unterschiedlichen Positionen, aber es gibt immer jemanden, der mit der anderen Person nicht sprechen will und umgekehrt. Und das ist halt wirklich schwierig, da eine vernünftige Sendung auf die Beine zu stellen. Das ist extrem schwierig und das ist auch extrem spannend. Und das ist natürlich auch in unserem Kontext, ja. Ich finde, man muss das mal so betrachten, ja. Auch unser Volk hat natürlich sehr, sehr viel erlebt, ja. Durch die Weltkriege, durch die Prägung unseres Volkes, Europas und so weiter. Ich bin absoluter Europäer und Verfechter Europas, ja, in all seiner Couleur, ja. Und da ist unheimlich viel passiert und das ist sehr schwierig. Aber ich finde, der deutschen Volksseele oder auch dem individuellen Deutschen
ist es sehr eigen, dass er weiß, dass es Verbote gibt, dass es Strafen gibt, dass es Konsequenzen gibt, ja, dass man unheimlich aufpassen muss, ja, auch im eigenen Land, was man eigentlich macht, sagt, tut, ja. Na, ist es eigentlich relativ einfach, da die Brücke zu schlagen, wie das Ganze dann halt im speziellen Black Metal Kontext ist und im Rahmen von Veranstaltungen, ja. Und da bin ich natürlich auch an viele Grenzen gestoßen, ja. Und habe auch schon viele Gespräche geführt, insbesondere 2016, ja. Und respektiere natürlich da auch jeden eigenen, nur da bin ich, glaube ich, sehr, sehr eigen, was dann halt eben diese Durchführung angeht, ja. Und Dinge, auch wenn es nur 1% Chance gibt, trotzdem zu versuchen und das Ganze auch so zu machen, dass es passt, ja. Und da dann halt eben nicht aufzugeben. Veranstalten können viele und Bands können in verschiedenen Kontexten spielen, ja, weltweit, ja, auch Black Metal Bands. Aber da dann wirklich, insbesondere in unserem Land, also der Black Metal Subkultur, diesen Rahmen zu schaffen, das ist auch was, wo, glaube ich, sehr, sehr viele schon längst aufgegeben hätten. Und sehr, sehr viele junge Leute, die halt auch aus Begeisterung zur Musik und zum Black Metal oder zum Metal generell das Ganze beginnen, haben da unheimlich schlimme Schicksale erleiden müssen in der Pandemie, ja. Und das führt hin bis zu Suiziden, bis zu horrenden Schulden, ja, und so weiter. Da gibt's auch in anderen Subkulturen und Musik, auch da bin ich natürlich gereift und offener, ja, gibt's da Schicksale, ja, auf die halt der Staat einen Pfifferling gibt, ja. Fernab der Realität des Viruses ist es halt einfach zu betrachten, was passiert da eigentlich mit der Kunst, mit der Musik und mit der Kulturbranche. Und darüber reden alle und viele. Ja. Ich habe erst gestern gehört, dass wieder von irgendeinem Sänger ein Konzert abgesagt wurde mit 250 Leuten im einen Bundesland, während gerade debattiert wird, dass in Bayern aufgrund der ökonomischen Realitäten die Fußball eben stattfinden soll mit 14.000. Ja. Und das sind zweierlei Maß. Also geht nicht, ist eine Katastrophe. Ja, die Voraussetzungen unterschiedlich. Also ich habe ja noch Hoffnung, dass das ein oder andere Festival in diesem Sommer stattfindet. Natürlich wahrscheinlich mit bis zu 1.000 Leuten oder so und Open Air und wahrscheinlich, ja, auch feste, ja, Sitzplatzzuweisung. Aber das nehme ich dann wirklich ganz gerne in Kauf, wenn man sieht, wie ausgetrocknet eigentlich die komplette Musikszene unterwegs ist aktuell. Ja, klar, also weil die Musik hören, ja, ob draußen oder im stillen Kämmerlein auch den Black Metal hören, das ist ja jedem möglich, ja. Ob digital oder auf LP, CD und auch da zu konsumieren, das ist natürlich möglich, ja. Aber die Bands, die Konzerte zu realisieren, ist eine ganz, ganz andere Herausforderung, ja. Und so ist mir das halt wirklich glücklicherweise mit ganz viel Spannung und auch Konflikten tatsächlich noch am 3. Oktober letzten Jahres dann gelungen mit dem Sinister Holding Support und auch aus Columbine Fame, die dann hier gespielt haben, zusammen mit Paragon Belial, der ist ja auch vielen bekannt, ja, der Andreas Klaassen und seine Band aus der Wiege des Black Metals, habe ich es geschafft, dieses Konzert dann halt noch durchzuführen, gegen Spende, ja, mit gültigen Karten. Und das Ganze ging einige Wochen vorher auch wieder bei bestehendem deutschen Recht halt in Mörlenbach schief, ja, und hat somit wieder für einen Skandal gesorgt, der natürlich in der Außenwirkung ganz große Debatten ausgelöst hat, ja. Die Absage oder das Nichtstattfinden des Konzertes in Mörlenbach mit Davazer und Verdunkeln ist auf Intrigen zurückzuführen des Dorfbürgermeisters. Ja, der wäre am nächsten Tag, wären die Wahlen gewesen, verschoben wegen Corona. Und aufgrund der dörfischen Gegebenheiten hat er es entgegen dem hessischen Recht mit 250 erlaubten Personen verbieten lassen. Ich habe dagegen in einem Präzedenzfall geklagt. Das hat auch viel Geld gekostet für die gesamte Branche. Was aber noch lange nicht heißt, dass es der geneigte Konzertbesucher zu schätzen weiß. Weil unseren Spaß hatten wir alle trotzdem. Die Leute hatten die Möglichkeit, auch die jungen Fans, die Bands kennenzulernen. Und wir haben da also in wilder, hedonistischer Art trotzdem gefeiert. Ja. Aber die Hintergründe, die sind ja vielen einfach nicht bekannt. Und das ist halt auch für mich dann wirklich oft sehr schwierig und anstrengend. Aber
Es geht immer vorwärts und es geht immer weiter. Es lohnt sich. Und da kann ich ja auch jetzt mal den Bogen schließen, wie Konzerte durchzuführen sind. Ich hatte ja eben angedeutet, dass ich am Wochenende im Brandenburger Nichts in so einem kleinen Industriegebiet war. Da hat Candy von Blackland ein offizielles Konzert ausgerichtet. Da waren auch Regeln. Jeder musste einen Test machen, der negativ ist. Ja. Man durfte nur mit Mundschutz rumlaufen. Aber du hast gesehen, wie demütig die Leute mittlerweile sind und wie dankbar die sind, dass sowas stattfindet. Absolut, wahnsinnig. Ich habe nur zwei Bands von drei mitbekommen. Also bei der dritten war ich, glaube ich, schon im Zelt. Hast du ein bisschen Bier genossen? Wie du das so schön sagst, in hedonistischer Art und Weise den Tag gefeiert. Und da hat man dann auch, waren 50 Leute und man hat einfach dieses Zusammenkommen, endlich mal wieder miteinander reden, ganz nerdig über Black-Metal-Themen und Szene zu diskutieren und mal wieder Live-Musik zu hören. Die Leute waren unfassbar demütig und dankbar und haben das. Und da ziehe ich den Hut vor Candy aus dem Blackland, dass der das wirklich mit allem Risiko so auf die Beine gestellt hat. Das ist Wahnsinn. Also das Blackland ist ja auch eine Institution. Ja, ich war ja auch sehr häufig in Berlin. Wir haben damals mit Geweih auch noch im Blackland gespielt, beziehungsweise das war, glaube ich, noch Success. Also ich kenne natürlich Pille und Jörg und all die Halunken, die da in Berlin ihr Unwesen treiben, finde auch ganz toll, was da passiert. Ja, neben allen persönlichen Kontroversen, die es da gibt, es wird unheimlich viel getan. Ja, die Frage ist halt nur, was ist dann wirklich auch sinnvoll für die Subkultur und was nicht und wie brechen wir da halt durch? Ja, natürlich gibt es Tests und Masken. Also ich habe wunderschöne Masken anfertigen lassen, für die Bands, die dann bei mir gespielt haben oder auch nicht gespielt bei diesen beiden Beispielen, aus dem Jahr 2020. Die kann man ja auch tragen und sich an die Regeln halten, auch das ist kein Problem, nur also per se das Ganze dann per Sitzplätze und so weiter, also das ist wirklich eine Schikane der aktuellen Bundesregierung, bei aller pandemischen Realität ist das meiner Meinung nach eine absolute Schikane. Kunst ist schon immer Kunst gewesen und Musik ist Musik gewesen. Künstler haben auch schon immer gelitten und sich inspirieren lassen, Bücher geschrieben, Musik komponiert, entgegen der gesetzlichen Vorgaben und der Widerstände in jeder Kultur, Und das ist wichtig, deswegen ein Van Gogh oder eine Erstpressung von Deathcrush von Mayhem ist zwar wertvoll, aber der Künstler, der sie kreiert hat, oder die ganzen Dichter und Denker hier in Heidelberg, in dieser Kulturstadt, die haben Zeit ihres Lebens gelitten und diese Kunst erschaffen. Das gebührt Respekt und nicht den monetären Entwicklungen, dass ich mir jetzt diese Mayhem-Platte, wenn ich sie damals nicht gekauft habe, ins Regal stelle. Also da sehe ich nicht so irgendwie die Quintessenz drin. Aber jetzt haben wir mit dir ja jemand, der seine Nase in Richtung Öffnungen beim großen C ausrichtet. Was sind denn so als Künstler, du hast gesagt, du willst bald live spielen, und als Veranstalter so die nächsten Aktivitäten, die du so geplant hast oder wo du hoffst, dass sie stattfinden? Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall endlich das auch schon ein paar Mal verschobene Threatening Covid Shadows mit Disaster. Ja, eine Band, die halt ja auf unglaublich starke Weise, also wirklich und ehrliche Weise die gesamte deutsche Szene irgendwie vereint, Eine ganz besondere Band, die ich natürlich auch noch aus den Demo-Zeiten kenne und Herrn Kuschke sehr schätze. Und das wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach das erste Metal-Konzert werden. Und zwar am Freitag, dem 27. August in Weinheim. Und auch da schließt sich ein schöner Kreis, weil ich als Veranstalter quasi wieder in Weinheim bin, wo ich zwar nicht mit dem ersten, aber mit dem zweiten und dritten Konzert begonnen habe. Und das Konzert ist jetzt auf 150 Leute beschränkt. Ich hatte das jetzt auch auf 100 noch beschränkt. 150 Menschen können kommen. Und das wird zu 99,9% auch stattfinden. Wir wissen natürlich nicht, wie die Regeln dann sein werden. Erst recht, weil sie ja permanent geändert werden und Corona-Verordnungen immer wieder geändert werden. Da vermisse ich auch im Prinzip
die Kraft von alten Kanzlern oder so, ja, die sich halt über solche Verordnungen dann halt auch für das Volk mal hinweggesetzt haben. Sowas gibt's heute nicht mehr. Ja. Ich denke halt aber, dass auch mit den aktuellen Aussagen von Virologen und den aktuellen Öffnungsschritten und so weiter, also definitiv dieser Sommer unser Sommer ist. Und wie es dann weitergeht, wissen wir halt alle noch nicht. Und der August, das betrifft auch ganz Deutschland und auch die anderen Länder, die da mit dem Impfen schneller sind, werden diese Konzerte stattfinden. Das zweite ist dann die, war bis vor kurzem die Europa-exklusive Show von Cult of Fire am Samstag, den 4.9., und da werden die Thrasher von Insulta eröffnen. Das sind die beiden Konzerte, die jetzt im Fokus stehen. Das Sinister Howling musste ich jetzt erneut nochmal um ein Jahr verschieben mit den internationalen Künstlern. Aus dem schlichten Grund, dass die Bands auch teils nicht geprobt haben. Es wäre hier auch noch ein Sinister Howling Support 2 möglich gewesen in Heidelberg, da wir bundesweit mit der Inzidenz vorne sind und schon weit unter 10 lagen vor ein paar Wochen. Aber die Bands hatten nicht geprobt. Die Gastronomen waren zu gierig. Mhm. Somit war das jetzt die entspanntere und auch integerste Lösung, das Festival um ein Jahr zu verlegen. Und das wird dann im nächsten Jahr, im Mai 2022, mit dem aktuell bekannten Line-Up stattfinden. Also schaust du aus Veranstalter- und Künstlersicht positiv in die Zukunft? Ich schaue jetzt erstmal sehr positiv in diesen Sommer. Und das Ganze ist wirklich eisern, auch alles so geplant. Und es werden sich immer noch ein paar Kleinigkeiten ergeben, aber nicht bei den Bands, davon ist auszugehen, und nicht bei dem Line-Up, sondern halt eher im Prinzip bei den Geheimnissen und Geschichten, die sich dann im Hintergrund abspielen. Aber das Sinister Howling freue ich mich natürlich sehr drauf, das dann nächstes Jahr zu machen. Und jetzt ist halt eben auch der Raum gegeben für ihr Licht und den eigentlichen Grund des Interviews, nämlich dieses gereifte Album, was dann auch diesen Sommer erscheinen wird. Ja. Und Ich binde so ein, wenn ein neues Album kommt, binde ich das gerne in das Konzept des Podcasts mit ein, dass ich ja erstmal Interesse an den Künstler habe dahinter und so weiter und so fort. Aber ja, klar, kauft alle das Album, wenn ihr es jetzt nicht verstanden habt. Ja, also im Prinzip, es ist so, dass, das habe ich dir ja auch vorher gesagt, also ich bin ja jetzt wirklich sehr, sehr lange nicht an die Öffentlichkeit gegangen mit einem Interview, und das ist für mich auch wirklich, dieses Medium Podcast, ja, ist für mich was ganz Neues, ja, und das hat sich ja jetzt einfach durch Jörg vom Under the Black Sun und von Folter Records und auch der Nähe zu euch dort oben halt auch so glücklicherweise ergeben, so dass ich einfach mehr eine Schwierigkeiten habe mit diesen digitalen Geschichten, aber es ist eine sehr, sehr schöne und kraftvolle Entwicklung, dass wir dieses Interview jetzt machen, ja, und die neue Ehrlicht wird erscheinen, na klar, ja. Aber wie gesagt, ich möchte nicht ein ganzes Album online stellen und so weiter, sondern ich schätze halt auch die Leute, die diese Kunst noch entdecken, die sich die Platte dann bestellen, möglicherweise auch gern bei mir. Ja, dieses Geld fließt alles zurück zu den Künstlern, fließt in drohende Schatten rein, ob es ein Cent ist oder 25 Euro. Und somit ist auch der gemeinsamen Sache gedient. Da möchte ich auch fast behaupten, da hast du dann auch in Anführungszeichen Glück, dass du dich in der Black-Metal-Szene bewegst, weil da gibt es ganz viele Puristen, die tatsächlich auf physisches Material zurückgreifen. Ja, absolut. Wird das Ding auch als Schallplatte erscheinen? Ja, aufgrund der Länge des Albums erscheint es auch als Doppel-LP über Folter Records, limitiert auf 300 Stück, und die Exemplare sind dann über mich zu beziehen. Oder halt natürlich über das Label. Ja. Aufgrund der Presswerkszeiten, was ja bekannt ist, verzögert sich das Ganze, und das Vinyl wird erst Mitte November kommen. Aber die Digiback-CD, die gibt es schon im August. Und vorher wird es auch noch eine Kassettenversion geben. Hatte ich, glaube ich, schon vorhin erwähnt, ja, über Darkness, genau. Shall Rise. Mit einem anderen Mix und mit einem anderen Cover. Ja, in physischer Form. Online gehen werden wir mit dem Titelsong Wolfish Grandeur, und das dauert jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so lange, bis das passiert.
Ich frage bewusst, weil ich weiß, dass unter meinen Hörern sich der ein oder andere mehr oder weniger bekannte Plattensammler befindet. Deswegen möchte ich die Chance nicht verpassen, danach zu fragen, ob es diese Möglichkeit auch auf Schallplatte gibt. Aber dann haben wir das ja damit beantwortet. Ja, so. Genau, da fällt mir noch was ein, weil wir das noch gar nicht erwähnt haben im Kontext von Irrlicht. Es ist ja bereits die Split Irrlicht Malcuidant erschienen. Und die Schallplatte verschicke ich am Wochenende, beziehungsweise Anfang nächster Woche. Ja, die ist ja bereits als CD erschienen und die Schallplatte erscheint jetzt. Ich habe das Ganze mit einem ganz besonderen Absinth aufgepeppt für die ersten 30 Stück. Und das Konzept dieser Split ist die unendliche Geschichte von Michael Ende mit all seinen bösen Seiten. Ja, und das ist auch noch nicht gemacht worden, meines Wissens. Der Herr der Ringe ist ja ganz oft vertont worden und natürlich mit Summoning im Black-Metal-Kontext am erhabensten. Aber diese unendliche Geschichte, da habe ich dann auch die französische Gruppe Malcuidant mit inspiriert mit dem Konzept und die haben halt auch einen Song geschrieben, wo es um das Nichts geht. Ja. Das Ganze nennt sich Unendliches Nichts, auch mit Y. Und erscheint halt eben jetzt auch auf Vinyl. Und das war jetzt schon so das kleinere Lebenszeichen, was länger ausgereift wurde. Und es ist auch schon seit langem noch eine in Planung, eine 7-Inch, die dann irgendwann nächstes Jahr fertiggestellt wird, mit Nordlis, auch eine Ursprungsband hier aus Memmingen, die dann den ersten seiner Art, wird das heißen, der erste Wolf seiner Art, weil die Wölfe ja auch wieder in Deutschland zurückgekehrt sind und hier wieder ansässig werden. Das ist dann noch so ein kleines Spankerl, was wir dann nächstes Jahr fertigstellen wurden. Da schließe ich auf jeden Fall der Kreis zu dem letzten Wolf. Mhm. Dann lass uns mal dazu kommen, zu jeder Folge, zumindest die, die ich moderiere, geht es ja darum, dass wir aktuell Alben besprechen, die bei uns rotieren. Da habe ich dich ja auch gebeten, so zwei rauszusuchen, die du dir gerade aktuell anhörst. Erzähl mal bitte was über das erste Album. Warum hörst du das? Wie hört sich das an? Und nimm dir ein bisschen Zeit und erklär ein bisschen was dazu. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich immer Musik höre. Ja. Also daheim, im Auto oder mit dem alten Sony Walkman mit Kassette. Ich höre eigentlich immer Musik. Ja. Kannst du mir bitte, bitte, bitte ein Foto von deinem Walkman zukommen lassen? Das würde ich dann im Laufe der nächsten Tage einmal nur diesen Walkman veröffentlichen. Dann werden wir auch alle sehen, hier, das ist dieser Walkman, wo der gute Mann seine Kassetten hört. Ja, also ich habe halt Glück, dass ich noch einen habe, der funktioniert, ja. Ja. Das ist wirklich, ist genau so ein Sony Walkman aus den 90ern, bei dem ich halt dann eben die Tapes reinmache. Und also besonders angetan hat es mir jetzt wie vielen Black Metalern die aktuelle Aklis, ja, das ist ja der Künstler von Nightbringer und ich habe Nightbringer im Rahmen des Speyer Grey Masses damals zum ersten Mal nach Europa geholt und dann auch die Tournee gemacht mit Nightbringer und Sargeist und Pseudogod aus dem Uralgebirge und Icarian Oracle aus Schweden und Aklis ist halt, man muss ja den Kontext verstehen, dass die Amerikaner ja viel später auf unseren europäischen Black Metal gestoßen sind und maßgeblich prägend für ihn als Künstler ist unüberhörbar Emperor mit halt eben dann halt ganz viel stilistischen Affinitäten und tief schwarzen Arrangements und dieses neue Album von Aklis ist wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig finster und intensiv und mit einem Augenzwinkern kann ich da auch schon mal die Andeutung machen, dass das auch mit dem Sinister Holding Exklusivbands, das Booking wird erweitert, etwas zu tun haben wird. Und diese Aklis-Kassette höre ich regelmäßig dann, wenn ich hier draußen in der Natur und unterwegs bin, halt eben analog auf Kassette. Ja, und das finde ich ein herausragendes Album dieses Corona-Winters. Ich finde, wir hatten alle die Hoffnung, dass gerade weil halt eben auch keine Live-Konzerte stattfinden, auch im üblichen Touring-Prozess und so weiter oder internationalen Touren, dass halt eben doch viele Künstler in ihrer Kraft, aber auch ihrer Verzweiflung sich halt eben, dass wir da wahnsinnig gute Alben haben werden, die dann im Jahr 2020 und 2021 entstehen und aufgenommen werden. Und ich denke, neben der Aklis
und der Elicht und noch vielen anderen Alben, können wir jetzt die Früchte davon genießen, ja. Ja. Die schwarzen Früchte. Ich glaube, die Acklist, das ist über jeden Zweifel erhaben. Und nochmal kurz den Bogen zu Herrn Walkman zu schließen. Also möchte ich gerne das Foto mit der Acklist-Kassette daneben. Das hätte ich gerne von dir zugeschickt bekommen. Das teile ich dann nochmal über meine sozialen Medien. Ja, bekommst du sehr gerne, klar. Danke, Problem. Danke. Gut, dann beginne ich mal mit meinem ersten Album. Ich bin in Deutschland und zwar von Meuchelmord, die Mordmelodien. Mhm. Meuchelmord sagte mir vorher gar nichts, obwohl dieser Cernunnos, wie der heißt, relativ umtriebig ist, bin ich da durch Zufall drauf gestoßen. Und das ist halt sehr, sehr dicht, sehr rhythmisch, sehr viel Rock'n'Roll. Ich mag es ja, wenn so Mittempo-Parts sind, wo man so schön den Kopf nicken kann und das so 2 Minuten lang geht. Ganz monoton und vielleicht mal eine ganz kleine Steigerung mit rein und so. Und das hat dieses Album ja quasi, was auch, glaube ich, bei Purity Through Fire rausgekommen ist, was ja schon Qualitätsmerkmal an sich ist, hat dieses Album, ja, perfektioniert will ich nicht sagen, aber es ist passiert halt relativ oft. Also ja, so auf diesen rock'n'rolligen Black Metal steht, auf diesen Kopfnicker Black Metal, der, es ist, die Atmosphäre wirkt ein bisschen aggressiv, aber ich möchte das im positiven Sinne meinen. Also aggressiv, es geht nach vorne, es gibt keine dünnen Parts da drinnen, sondern es ist einfach vom Anfang bis zum Ende ist das ein rock'n'rolliges Album, was jemand, der, ja, wo ich schon wieder bei Schrat bin, Schrat mag und so weiter, obwohl Schrat nochmal eine Spur härter ist, habe ich das Gefühl. Der kann gerne die Mordmelodien von Meuchelmord anhören. Ja, also ich selbst habe Meuchelmord noch nicht gehört, das ist mir natürlich ein Begriff. Allerdings kann ich natürlich zu den beiden Bands Schrat und Dudensang einiges sagen, da die bei mir schon gespielt haben und ja aus teils jüngeren Leuten oder halt eben auch alten Haudegen hier dann halt aus der Region Bayern und Österreich kommen, ja, und Dudensang spielen auch am Sinister Howling und Schrat dann macht euch mal auf einen der besten Live-Gigs ever befasst. Dudensang ist einer der besten Black-Metal-Live-Bands, die ich je gesehen habe. Das ist ohne Frage, ist das so. Und ich will nicht zu weit vorgreifen, weil ich eigentlich immer nur Sachen ankündige, wenn sie wirklich abgedreht sind. Aber mit dem Druderer von Dudensang bin ich in der Debatte, wann wir einen gemeinsamen Termin für einen Podcast finden. Ich hoffe, das findet dann tatsächlich statt. Das klappt alles. Und wie gesagt, wenn Dudensang irgendwo live spielt, Möglichkeit wahrnehmen, unbedingt hingehen, eine Macht auf der Bühne. Ja, der Schlagzeuger, der neuen Irrlicht und alte Freund, ist ja auch der langjährige Schlagzeuger von Dudensang jetzt die letzten Jahre gewesen. Ja. Also da auch da schließt sich wieder ein Kreis. Mit dem Druderer habe ich natürlich jetzt eher wegen der Sinister Howling und der Probeimplikationen vor ein paar Wochen nochmal immer telefoniert. Und ich denke, da musste dann ein bisschen an der bayerischen, am bayerischen Gemüt kratzen, aber ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich klappt für den Podcast, ja. Also es gibt halt viele Eigenbrödler im Black Metal, die sich dann halt eben, so wie ich auch, da immer vielleicht erstmal ein bisschen zieren, aber die kraftvolle Energie dieser Musik und der Protagonisten, denke ich, kann dann schon auch mal so langsam den Schritt in diese neuen Medien schaffen, ja. Aber individuell. Ja. Und ansonsten, was ja in aller Munde ist, ja, wirklich in aller Munde, aber das ist nach wie vor für mich wichtig, ist zwar kein aktuelles Album, aber ist wirklich auch nochmal die Exercises in Futility von Mykwa, weil man auch Mykwa fernab des unheimlichen Erfolgs und der Debatten der letzten Jahre als Ursprungsband begreifen muss, ja. Und ich habe lang versucht, damals, dass sie live spielen, was damals noch nicht ging. Sie haben dann damals auch das Speyer Greymass geheadlined. Und das war halt jetzt lange vor diesem einschlagenden Album, was natürlich dann auch mit allen Kontroversen so durch die Medien ging, zu Recht, weil das einfach Black-Metal-Musiker der Basis sind, ja, mit einem extrem kritischen Konzept, ja, und auch einem existenzialistischen Konzept, was halt unheimlich spannend ist und somit halt so viele Menschen bis hin zu Hipstern begeistert, ja, aber halt wirklich in der Wurzel des Black Metal steht und deswegen ist dieser Erfolg nicht nur zu Recht, sondern halt eben auch authentisch, ja, und das ist halt ganz anders als viele
Black Metal Bands, die halt irgendwie da irgendwas mal aufnehmen oder irgendwas schrammeln oder so, und das für die es vielleicht einfach auch mal ein kurzer Moment ist oder so, da gibt es dann doch wirklich ganz andere Größen, ja. Insofern, die erwähne ich trotz allem nochmal gerne, wobei es natürlich ganz, ganz viele andere Alben gibt, die man da auch erwähnen kann und sollte, ja. Und mit ganz freiem Geist. Also eine besondere Band für mich ist halt auch Nocturnity, ja. Durch die Reisen nach Griechenland, durch das Pflegen der Kontakte und auch dem Präsentieren der griechischen Bands ist es mit Nocturnity mir nie gelungen, sie zum Live-Spielen zu bewegen, trotz künstlerischer Verbindungen zu Street, zu Dotheims Grad und so weiter. Und ist das nicht passiert, aber das sind für mich halt die griechischen Emperor, ja. Mit aller Atmosphäre, Magie und Kraft ist Nocturnity für mich eine ganz besondere Band. Ja. Die halt auch diese Brücke schlägt zwischen dem nordischen Black Metal und dem griechischen, ja, auf einzigartige Weise. Und Nocturnity möchte ich insbesondere den jungen Hörern auch nochmal ans Herz legen, ja. Der Marius von Amofati hat da erst vor kurzem viele alte Dinge wieder veröffentlicht und ist auch jemand, der dann eine ganz, ganz solide Arbeit am Underground macht für den Black Metal mit seinen Veröffentlichungen. Weil wir uns da geschmacklich auch sehr ähnlich sind, ja. Mhm. Verschiedene Charaktere, aber so geschmacklich sind wir uns sehr nahe, ja. Und seine Labelarbeit finde ich insbesondere für Vinyl auch ganz toll. Das klingt sehr spannend. Ja, junge Hörer, ja. Nehmt euch ein Beispiel an den alten Recken und gebt der alten Musik mal eine Chance. Und nicht immer nur, wie hat das ein Gast mal geäußert in einer Sendung, irgendwelche rattigen Ein-Mann-Projekte, die am PC irgendwelche Musik zusammenklimpern. Ja, und auch nicht nur, was ist gerade cool und was ist angesagt und wo kriege ich die Weiber mit rum oder was ziehe ich mir an, ja, sondern wirklich richtig in den Schätzen graben. Die Möglichkeit habt ihr, im Gegensatz zu uns, ja, da wirklich auf schnellste Weise zu den Bands einen Zugang zu finden, aber wirklich in die Tiefe damit beschäftigen, ja. Und nicht nur posen. Ja, das können Manowar besser. Ja, das können Manowar. Fahren einmal mit der Harley über die Bühne, zahlt 150 Euro Eintritt und der Drops ist durch. Richtig. Ja, andere Welt, genau. Ja. Ja, mein zweiter Plattentipp geht relativ schnell, weil ich die gestern erst entdeckt habe durch meinen lieben Freund Sebastian vom Erase the Sun. Der hat mir die Band vorgeschlagen. Und zwar gibt es ein neues Album der Band Dötsried. Ich glaube, die kommen aus Holland oder so. Ich bin mir nicht sicher. Und das heißt Mortal Coil. Habe ich gestern erst entdeckt. Ist, wenn ich das in die Schublade packen müsste, auch wieder rhythmischer, atmosphärik Black Metal. Das Album habe ich, also bei mir ist das so, um die Dimension zu erklären, ich höre mir 3 bis 4 neue Alben an. Jeden Tag. Wirklich jeden Tag. Ja, ja. Da bleibt wenig hängen. Das ist so. Also vielleicht tue ich manchen Bands dann Unrecht, aber wenn ich das dann von Person XY, die ich ein bisschen ernst nehme im Musikgeschmack, nochmal empfohlen kriege, höre ich da vielleicht nochmal rein. Aber bei mir ist ganz, ganz viel Durchfluss, weil alleine aus Podcast-Gründen ich 3, 4 Bands oder 3, 4 Alben neu höre. Und es ist selten, dass ich da mal ein Album habe, was ich wieder und wieder reinlege. Und ich kenne das seit gestern. Ich habe es gestern 2-mal gehört. Dazwischendurch habe ich die neue Irrlicht gehört. Und heute Morgen schon einmal. Deswegen, weil es gerade aktuell bei mir rotiert und ich es Stand jetzt nach 3-mal hören super geil finde, empfehle ich hiermit die Dötsried Mortal Coil. Ich glaube, das heißt irgendwie sterbliche Höhle oder so. Ja, dann bin ich schon durch mit meinen Albumtipps, mein Lieber. Ja, also die Band kenne ich jetzt nicht, aber ich finde halt alles, was so im Erbe Arcanum passiert ist, ja, auch in Schweden, ja, und mit den ganzen Ancient Records Sachen, die ja wirklich sagenumwoben sind, ja, da gibt's ja auch wahnsinnig viel zu entdecken, ja, auch wenn schwer erhältlich oder so, vielleicht auf Vinyl, gibt's ja da auch unglaublich viele Sachen in Schweden, ja, die ja da auch wirklich aus den Ursprungstagen des Black Metals stammen und wo sich ganz viele Generationen weiterentwickelt haben. Ja, es ist ja manchmal auch ein bisschen Glück, mehr Glück als Können oder die Musik per se, die dann halt zu so Phänomenen führt wie dem Nidrosien Black Metal, ja, oder so, der jetzt so populär war bei jungen Leuten und auch bei vielen alten Leuten.
Diese Dinge entstehen eigentlich durch die Musik und manchmal auch durch Zufall und sind halt nicht im Haifischbecken des Musikbusinesses so zu betrachten, dass es da jetzt irgendwie um ganz viel Fame und Erfolg geht. Ja? Und das ist ja nochmal das Spannende, dass diese Dinge auch, diese Erfolge auch oft organisch passieren, ja, und durch das Leben und durch die Kraft des Black Metals entstehen. Ja? Und unheimlich, so viel Musik, wie viele in ihre Menschen leben, um auch nochmal die unendliche Geschichte zu zitieren und das Wesen Igramol, ja, gar nicht hören können. Ja. Insofern, ich sehe, auch wenn wir so viel... Ich sehe, wir könnten theoretisch irgendwann noch eine zweite Sendung drehen. Lass mal, eine ist jetzt erstmal gut, ja, und ich bin ja wirklich sehr froh, dass ich mich jetzt hier äußern könnte, aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt. War ja auch nicht so einfach, und, die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Da bin ich ja froh, dass es überhaupt geklappt hat, erstmal. Ja, absolut. Absolut. Ja, genau. Ich wollte dir eine Frage auch stellen, weil du veranstaltest auch, oder? Konzerte. Nein, ich veranstalte keine Konzerte. Ich trinke den Bands im Backstage immer Bier weg. Nein, wir sind als Kältetod-Legion im Rostocker Raum. Sind wir so eine kleine Gemeinschaft an Leuten, die Konzerte in Gänze veranstalten. Und wir haben halt auch die Stahlbeton-Reihe und veranstalten so undergroundige Black-Metal-Konzerte. Aber ich selbst Veranstalter bin ich nicht. Ich arbeite halt auf vielen Festivals und solche Dinge. Okay. Nee, gut, das wusste ich nämlich jetzt nicht. Aber das wollte ich noch mal wissen. Einfach weil Kältetod-Legion hatte ich natürlich gesehen. Aber ich wusste jetzt nicht, ich war auch tatsächlich noch nicht in Rostock. Aber Rostock und Dresden sind Städte, die ich noch nicht bereist habe. Ich war sehr viel im Osten unterwegs. Ganz viel, auch in frühen Tagen. Aber eben noch nicht in der Ecke. Und da würde ich eigentlich auch sehr, sehr gerne dann mal kommen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Gerne. Ja. Jetzt hast du dich aber in die Nesseln gesetzt. Ich als alter Wessi, als ich da oben mal hingezogen bin, ich wohne ja jetzt auch wieder in Niedersachsen, bin ja zurückgezogen, habe auch Dresden und Rostock quasi in einem Atemzug genannt. A, ist da quasi eine halbe Weltreise zwischen und B... Absolut, ja. Und B, sind sich Sachsen und die Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern-Leute jetzt auch nicht so nah... Ja, das ist mir absolut klar. Ich meinte nur diese beiden Städte, weil ich natürlich, also Leipzig oder die ganzen Konzerte dann halt eben auch und Annaberg-Buchholz und so, da war ich ja viel in den Ecken. Aber die beiden Städte habe ich tatsächlich noch gar nicht richtig gesehen, ja. Rostock lädt immer ein. Dann sagst du Bescheid, wenn du hochkommst und wir kungeln da was. Ja, und es ist halt mal wieder Partisan. Ich war 10 Jahre nicht da, ich war früher immer da. Oder es sind viele kleine Sachen. Die da unheimlich spannend sind und subkulturell, das muss man ja wirklich auch sagen, im Black-Metal-Kontext ist ja der Osten eigentlich auch viel stärker auch aufgestellt. Ja? Das ist so, tatsächlich, ganz, ganz, ganz lange Geschichte gibt es. Also auch, das ist tatsächlich so, ja. Und das ist ein großer Unterschied. Und fernab von Ossi-Wessi-Debatten, die ich auch wirklich als störend empfinde, weil da bin ich wirklich auch ganz klassisch gar kein Wessi, ja, sondern halt eben Black Metaler. Und da finde ich, kann viel mehr zusammengewachsen, was auch schon viel zusammengewachsen ist, ja. Und auch da sollte man mal genauer hinschauen im Sinne der Kunst und des Black Metals und der Protagonisten. Also was meine Erfahrung angeht mit diesem Ossi-Wessi-Ding, ich habe da jetzt ein paar Jahre gewohnt, ist, dass mir das wirklich nahezu gar nicht über den Weg gelaufen ist. Natürlich macht man hier mal so blöde Sprüche untereinander. Aber ich hatte mal so einen Vorgang, wo ich relativ neu oben war. Da war ich auf einer Geburtstagsfeier von Peanuts, unserem Booker von der Kältetod-Legion. Und da kam auch so dieses Ossi-Wessi-Thema auf den Tisch. Und dann sagte dann ein Freund von Peanuts, den Herrn Seidel, beste Grüße, wenn er das hört, jetzt lass doch mal dieses Ossi-Wessi-Gelaber, wir sind norddeutsch. So, und das hat bei mir alles auf den Punkt gebracht so. Und wo ich dann gesagt habe, Mensch, viel wird auch aus dem Westen den Ossis rangetragen, ist mir vorbild. Also die ganzen Vorurteile, das ist, da bin ich dann irgendwie versucht, habe ich dann die Brücke zu schließen und sagen, Mensch, die Ossis sind aber nicht so, wie ihr die beschreibt oder so, ne? Das ist viel auch vom Westen reingetragen in die ostdeutsche Mentalität.
Richtig, aber für mich ist es natürlich im drohende Schattenkontext auch ein sehr sensibles Thema, ja, weil weil da natürlich auch viel Schindluder getrieben wurde, ja. Oder Manipulation und Hetze und sowas und dementsprechend in dem Kontext. Ansonsten ist es absolut was souverän zu betrachten ist. Es macht immer Spaß, über die Themen zu reden, ja. Aber im Kontext halt auch der aktuellen politischen Debatten und Situationen, ja, finde ich, ist das was den Black Metal und auch den Metal überhaupt nicht berühren sollte. Es macht Spaß, die Gespräche zu führen und sich zu necken und es kann auch mal knallen oder so, ja, aber grundsätzlich, also finde ich, sollte man da über jeden Zweifel erhaben sein. Und das tun ja auch die meisten bei uns, die mit einer normalen Prise Intelligenz gesegnet sind, ja. Das ist so. Auch nochmal, ja, und auch nochmal zu den Konzerten, ja. Das ist bei mir auch so. Jeder hat bei mir den Zutritt für die Konzerten, solange er keine Scheiße baut, ja. Und sich da nicht erwischen lässt, ja. Das heißt, das ist mir völlig egal, wie jemand gekleidet oder angezogen ist. Ich präferiere natürlich Leute, die aus dem wirklichen Black-Metal-Umfeld kommen. Aber es ist jeder willkommen, solange er keine Scheiße baut. Wenn er aber Scheiße baut, dann hat er mit Konsequenzen zu rechnen. Und ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Das ist gut, das ist ein gutes Schlusswort. Jetzt biete ich dir eine Plattform, alles das zu sagen, was du noch sagen möchtest, was du meinst, was es in der Black Metal-Szene, in der Community wichtig ist. Und ich würde mich freuen, wenn du ein kleines Fazit zu unserem Gespräch ziehen würdest. Also ich denke, ich habe unheimlich viel gesagt. Mir liegt halt wirklich am Herzen, dass das ehrlich gehört wird, ja. Mir liegt auch wirklich am Herzen, dass versucht wird, meine Rolle als Veranstalter oder die der Band getrennt wird, ja, von der Band, also die Musik von Ehrlich getrennt wird von Drohende Schatten. Natürlich ist es zwangsläufig, läuft es in meiner Person zusammen. Aber es sind halt verschiedene Dinge, ja. Und ich finde, wir haben auch selbst so Erlebnissen gehabt. Es ist, du kannst Abbas von Immortal treffen, ja, in all seinen Eigenarten, und die alten Immortal-Alben hören und sie erlebt haben und trotzdem sagen, er ist ein Arschloch oder ich halte von seiner persönlichen Situation nichts. Ich finde, das geht, ja. Das geht. Das kann jeder individuell entscheiden, aber sowas ist möglich, ja. Und die Kunst liegt darin, diese Dinge zu unterscheiden. Ich kann eine Band lieben, auch wenn ich da mit einer Negativ-Erfahrung verbinde. Ich kann eine Band hören und so weiter und das ist individuell zu entscheiden. Aber pauschalisieren, immer nur draufkloppen, ja, oder nur das Ego in den Mittelpunkt zu stellen, davon halte ich nicht viel, ja, weil einfach es gibt so viel mehr. Ja, und es gibt so viel mehr und Tiefe und so viel mehr Thematiken, die es da zu erforschen gibt und zu spüren gibt, als halt eben das, was an der Oberfläche sichtbar ist, auch in der Geschwindigkeit der neuen Medien, auch in der Geschwindigkeit des Internets und von Facebook und so weiter und all den Komplikationen gibt es viel, viel mehr, als sich an solchen Oberflächlichkeiten festzumachen. Und mir liegt das Irrlichtalbum am Herzen, mir liegt die Black-Metal-Szene am Herzen, mir liegt jeder, der sich da engagiert und der auch wirklich was tut und nicht nur labert am Herzen, der das voranbringt, ja, und der den Zusammenhalt stärkt. Ja. Das Fazit zu deinem Gespräch, ich bin sehr, sehr froh, es geführt zu haben, ja, und die Möglichkeit bekommen zu haben und dass sich das auf so eine interessante Weise jetzt auch entwickelt hat, dass es dazu kam. Ja. Ich war sehr skeptisch, erst aufgrund des Podcasts, auch aufgrund der Drohnenschattensituation und bin jetzt eigentlich sehr froh, ja. Und wir unterhalten uns dann nochmal im Nachgang und das auf jeden Fall. Jetzt wünsche ich einfach allen, dass sie sich bei all den Konzerten, die jetzt tatsächlich in diesem Korridor stattfinden, halt einfach wiedersehen, ja, das Ganze respektieren, ihre Freude haben und das Ganze live erleben wieder können, ja. Das ist die Quintessenz. Und das wünsche ich allen für diesen Sommer und für den dann auch wieder eventuell schwierigeren Herbst und Winter. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Dir wünsche ich noch einen schönen Tag. Wir zeichnen ja ein bisschen vorher auf, ihr wisst ja, es ist nicht live. Und wir freuen uns, wenn wir eine Menge von euch hören. Und falls es noch nicht angekommen ist bei euch, kauft das Irrlicht-Album.
So, jetzt sind wir aber durch mit dem Thema. Schönen Tag noch und ja, bis in 2 Wochen. Ciao. Lass krachen, Manuel. Hau rein. Wir sehen uns. Wolfisch Grandeur.